Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen zurück und heute geht es los mit einer wunderbaren Videoreihe. In den nächsten Videos werden wir uns verschiedene Sachen zum Thema Aufbereitung anschauen. Wir werden uns auch das ganze Thema Waschen anschauen. Dieses Fahrzeug hier hinter mir wurde 5 Jahre nicht mehr gewaschen. Weder in der Waschanlage, noch in der SB-Box abgestrahlt, noch irgendwie Handwäsche, so oder so nicht. Wir schauen uns das Teil gleich mal im Detail an, auch die Verschmutzungen. Und im zweiten Teil sehen wir uns dann schon direkt an der SB-Box, um erstmal das Ganze hier auf eine gewisse Sauberkeitsbasis zu bekommen. Optisch erstmal sieht das Auto hinter mir eigentlich ziemlich weiß aus, weil wenn wir mal hier in die Details gehen, haben wir das Gefühl, wir haben es hier mit Mattlack zu tun. Schauen wir uns mal gemeinsam an. Ja, und das ist das Fahrzeug, worum es geht. Ein Citroën Cactus, 58.000 Kilometer runter, aber 5 Jahre keine Wäsche. Ich würde jetzt mal vermuten, auch Baujahr 2018, ich habe jetzt noch nicht nachgeschaut, aber ich denke mal, das Fahrzeug hat in dieser Zeit ja, nichts an Wäsche bekommen. Und ihr seht schon hier, auf den ersten Blick, ja, sieht es eigentlich ganz okay weiß aus, aber das ist einfach eine komplett optische Täuschung. Wenn wir hier mal näher rangehen, seht ihr, was auf diesem Lack alles an Schmutz drauf ist. Es ist der absolute Wahnsinn. Wir haben hier eine richtig festgekrustete Schmutzoberfläche. Ich werde das Fahrzeug natürlich auch noch polieren, deswegen ich kratze jetzt mal hier mit dem Fingernagel drüber. Das ist absoluter Wahnsinn. Schaut euch mal an. Das musst du richtig runter kratzen. Ihr seht hier diese Spuren. Das ist vom Winter Schnee entfernen mit einem Enteiser oder beziehungsweise mit einem Besen. Seht ihr diese kleinen Striemen drauf? Ich hoffe, dass über die Kamera überhaupt so rüberkommt, wie das in Realität ist. Das ist absoluter Wahnsinn. Wir haben auch hier vorne Insekten komplett behaftet, das Ganze. Also richtig, richtig stark und vor allen Dingen sind die auch alt. Also das ist jetzt wirklich schon richtig massiv festgebacken. Und hier vorne auf der Front auch viel Bienenkohlflecken. Ich denke mal, ist auch ein bisschen was vom Baum runtergekommen. Und diese ganze Oberfläche, ich gehe jetzt mal mit der Hand drüber, ist einfach komplett raus. Schaut euch mal an, was mit meinen Fingern hier passiert. Die ganze Dreckschicht. Also richtig, richtig heftig. Wir schauen mal weiter hier an der Seite. Es ist wirklich sehr, sehr krass. Und wenn wir uns hier mal die Seiten anschauen, sowas hier, das kommt nicht einfach mal so nach 2 Wochen. Das ist wirklich alles über die Jahre hier angebacken. Ich hoffe, das kriegen wir nur ansatzweise hier wieder sauber. Schaut euch das mal an, richtiger Keim drauf, auch in diesen ganzen Ritzen hier drin. Deswegen gehe ich mit euch auch in diese Details. Auch das nächste jetzt, was ich euch zeige, hier diese Sachen. Das ist so festgebacken. Wir haben auch Unmengen von Flugrost hier drauf auf dem Auto. Das werden wir dann sehen, wenn wir den Flugrost entfernen nehmen. Schauen wir uns mal den anderen Türgriff an. Auch hier richtig, richtig verschmutzt. Und auch der Lack hier an der Seite ist einfach nur komplett raus. Fühlt sich an wie Mattlack. Hier hinten, schaut mal hier, alles komplett fest. Wir werden hier auf jeden Fall auch den Lack kneten müssen. Also das ist so ein perfektes Beispiel dafür, für eine komplette Grundreinigung. Hier krabbeln noch die kleinen Käfer hier drin. Hier. Hier ist auf jeden Fall so ein leichtes Biotop. Hier oben auch. Also ich denke mal, hier werden wir gut Arbeit haben. Das werden wir gleich an der SB-Box mit beim Vorreinigewäsch den Tankdeckel hier auflassen. Das werden wir alles dann komplett mitmachen. Bevor wir zum Heck gehen, erstmal hier aufs Dach. Und da seht ihr auch, diese Schicht, die hier drauf ist, die zieht sich übers ganze Auto. Und die geht auch hier, kannst du nicht runterreiben. Das ist komplett matt. Auch hier sehr, sehr heftig. Und das ist jetzt unser ja, Projektauto für die nächsten Tage. Auch hier hinten. Und jetzt gucken wir mal hier in dem Bereich. Auch hier der Lack ist alles andere als weiß. Hier unten haben wir Kunststoff. Stoßstange, die werden wir auch wieder schön machen. Natürlich erstmal reinigen. Hier auch das hier, das ist alles voll mit. Das ist so richtig nostalgisch schon von der Verschmutzung. Jetzt gucken wir mal hier hinten rein. Und bevor wir jetzt oben hinschauen und dann gucken wir mal hier hin. Hier hat sich im Wasserablauf schon der Keim abgesetzt und Erde. Und hier krabbelt auch schon das nächste Tierchen lang. Also richtig, richtig schmutzig und deswegen wollte ich euch erstmal im ersten Teil den Zustand vorher halt richtig genau zeigen, damit wir einfach hier die Ruhe haben und uns das genau anschauen können. Hier werden wir auch das Thema Pinsel und APC nochmal angehen mit. Also ich glaube, ein besseres Beispiel für sowas kann ich euch jetzt nicht liefern. Das ist absolut top. Wir haben auch kleine Nester
und natürlich auch hier in dem Bereich viel, viel Keim, der sich angesammelt hat. Auch hier drüben auf der Seite, da ist richtig, richtig Arbeit. Natürlich auch hier an der Innenseite der Heckklappe und auch hier oben lang ist ziemlich zugekeimt. Und ja, da werden wir auf jeden Fall gut Videos produzieren können für euch und auch viel, viel an Produkten testen können, vieles an Werkzeugen zeigen können und das wird natürlich sehr cool. Auch das werden wir komplett wieder frisch machen. Also sehr, sehr schönes Projekt auch hier für euch, denke ich mal. Könnt ihr euch drauf freuen. Auch hier, guckt mal, das ist auch hier so ein richtig krasses Beispiel dafür. Richtig gelblich. Wahnsinn. Und hier unter dem Spiegel auch. Also das wird unser Projekt für die nächsten Videos. Wir werden als nächstes uns im Teil 2 an der SB-Box treffen. Da machen wir erstmal eine richtige Grundwäsche. Und da werden wir alles einsetzen, was hier nötig ist. Natürlich erstmal eine richtig starke Vorreinigung, alkalisch, um diese ganzen organischen Rückstände hier zu lösen. Dann werden wir das Ganze natürlich auch mit dem Pinsel behandeln. Hier diese ganzen Zwischenräume, diese ganzen Spalten auch da einfach von Schmutz befreien. Dann werden wir das Thema Flugrost angehen. Wir können ja mal schnell schauen, ob wir hier gleich auf Anhieb ein bisschen Flugrost finden. Was man hier durch den Dreck noch erkennen kann. Ich hoffe, das lässt sich hier erkennen. Also hier ist überall Flugrost drin. Da überall, wo ich hinzeige. Richtig, hier unten kann man gar nichts erkennen. Ich glaube, das hier ist zum Beispiel Flugrost hier. Das kann man selbst durch den Dreck schon erkennen. Also das muss ja erstmal runter. Alkalische Vorreinigung, dann Flugrostentfernung, dann Handwäsche und dann werden wir, wenn der Lack dann immer noch massiv rau ist und anhaftender Dreck drauf ist, müssen wir das Ganze kneten und da werden wir ganz, ganz tolle, viele Videos hier für euch machen. Und wir haben richtig Arbeit und natürlich dann das Thema Polieren hier an der Seite und die ganzen Bereiche schauen wir uns natürlich auch an. Schauen wir mal kurz in den Innenraum, da hält sich es eigentlich in Grenzen. Wir haben sehr stark verschmutzte Einstiege, selbst hier auf der Beifahrerseite. Wir haben hier ganz, ganz viel Schmutz im Bodenbereich. Hier Richtung Mittelkonsole ist natürlich auch ganz, ganz viel Staub drin. Und das werden wir uns anschauen. Und auch im Fußraum hier auf der Fahrerseite sieht es doch ziemlich schmutzig aus. Hier auf diesem Polstersitz muss ich sagen, es hält sich eigentlich in Grenzen. Werden wir auch mal grob mit sauber machen. Aber ich sehe jetzt erstmal so keine Flecken oder keine kreisrunden Rückstände von irgendwas. Das geht klar. Aber so die ganzen Innenbereiche, das müssen wir auf jeden Fall mal zusammen angehen. Auf der Fahrerseite nochmal reingeschaut. Und auch hier, ja, das hat schon gut gelitten. Das Fahrzeug wurde auch hier, sagen wir mal, nicht auf den Bau eingesetzt. Aber das fuhr schon mal durch die ein oder andere Baustelle. Da sieht man schon hier, das hat schon auch ein bisschen gelitten. Aber ich glaube, der Innenbereich hier, auch viel, viel Staub drauf. Wenn wir hier drüber gehen, da hat sich schon einiges abgesetzt. Also wir werden auch auf jeden Fall eine gute Innenraumreinigung durchführen. Da machen wir auf jeden Fall auch ein Video dazu. Und ansonsten haben wir hier ganz viel eher im Thema Außenbereich, was wir angehen müssen, weil das ist so ein richtig guter Kandidat für diese ganzen Videos. Warum mache ich das Video? Erstmal, um euch zu informieren, worum es geht. Und ich möchte eure Fragen und Themenwünsche unten in den Kommentaren sehen. Wenn ihr sagt, Sebastian, das Thema auf jeden Fall mit angehen, schreibt es gerne unten rein. Ich habe natürlich schon meinen Plan aufgestellt. Aber es kann ja manchmal sein, dass ihr noch Ideen habt, wo ihr sagt, hey Sebastian, das an dem Fahrzeug, kannst du es gerne mal zeigen. Hier Hochglanz, Schwarzleisten und irgendwas. Kunststoff machen wir auf jeden Fall mit. Ich habe eigentlich schon vieles, vieles rausgesucht, was wir machen. Aber vielleicht fällt euch noch was auf oder ihr bringt mich noch auf eine Idee für ein zusätzliches Video. Also gerne unten mal reinschreiben, was sagt ihr hier zu diesem kleinen Projekt und natürlich eure Videowünsche zu dem Fahrzeug unten in die Kommentare. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt hier so einen kleinen Einblick zum Fahrzeug geben und wir haben richtig viel zu tun. Also Leute, bis dahin, vielen Dank. Und auch wenn ihr Produktwünsche habt, gerne unten rein, was ich zum Waschen einsetzen soll. Die Bestandsaufnahme haben wir schon gemacht. Jetzt sind wir hier mit unserem Citroën an der SB-Box und wir haben ganz, ganz viele Produkte mitgebracht. Schauen wir uns gleich im Detail an. Vorreinigung, Flugrost, Felgen, Scheibe, alles. Pinsel brauchen wir heute, wir brauchen Glaspolitur, das ganze Auto. Das ist keine normale SB-Box-Wäsche. Wir müssen hier wirklich Schritt für Schritt vorgehen. Wir werden euch durch die ganzen einzelnen Parts mitnehmen. Wir werden nicht alles in ein Video packen, weil es uns das Video eine Stunde geht, sondern wir wollen das für euch schön thematisch so ein bisschen auch aufbereiten. Und Thema aufbereiten, das ist hier unser Opfer, beziehungsweise das Teil braucht man wirklich wieder ein bisschen Liebe. Und wir starten natürlich als erstes mit einer Vorreinigung, weil wir diese ganzen organischen Rückstände, Flecken von diesen Baumtropfen oder Harztropfen, die hier drauf sind, alles mögliche an Insekten, was hier vorne klebt, dieser ganze
Grünspan beziehungsweise hier so Moos, ist das ja eher, Moos ist ja das richtige Wort, hat sich hier in den ganzen Gummiritzen so festgehakt und das muss man erstmal lösen. Deswegen auf zur alkalischen Vorwäsche, Schritt 1. Und da braucht man natürlich erstmal einen Vorreiniger. Und ich habe hier so ein bisschen, ihr werdet merken, ich habe meine ganzen Favoriten so mitgebracht. Ich werde verschiedene Produkte zeigen, auch verschiedene Marken, um euch mal so einen Überblick zu geben, was gibt es denn alles. Es gibt aber noch viele, viele andere tolle Produkte. Aber einer meiner Lieblingsvorreiniger ist natürlich hier der FX Protect Gravity. Und nutzt hier so eine Dosierkappe und wir wollen ja mal wirklich eine sehr, sehr kräftige Mischung. Ich werde es mal mit 1 zu 10 versuchen. Das bedeutet, wir haben hier knapp über 2 Liter drin. Das heißt, wir brauchen um die 200 ml vom Reiniger. Und wenn wir uns das hier mal reindrücken, und deswegen finde ich das halt so cool, du brauchst halt keinen Messbecher, sondern du drückst einfach drauf und drückst dir das Produkt hier einfach auf 100 ml in den Messbecher. Nimmst hier oben die Kappe runter und dann füllst du dir das Produkt erstmal in den Drucksprüher. Und dadurch, dass wir halt wirklich hier auch mal etwas detaillierter sprühen wollen und auch mal so die kleinen Ritzen mitmachen wollen, brauchen wir auch ein bisschen Menge und deswegen sind es jetzt hier mal 200 ml. Und das geht halt sehr, sehr schön und entspannt. Einfach hier rein. Und wir haben sehr, sehr viel Vorreinigungsprodukt und können jetzt direkt mal das ganze Fahrzeug einsprühen. Ja, und wenn ihr hier an so einem Fahrzeug arbeitet, dann müsst ihr wirklich auch mal die Dosierung echt ein bisschen höher nehmen. Drucksprüher von Solo, 304B, B wegen alkalisch, ganz klar, wir haben ja hier den Gravity drin und da könnt ihr den auch mal drin lagern. Und jetzt gehen wir mal hier vorne ans Auto, ich fange mal auf der Motorhaube an, ihr könnt eigentlich anfangen, wo ihr wollt. Wichtig ist, dass ihr schön viel hier drauf sprüht und wir haben gerade schon ein bisschen so hinter der Kamera beraten, was der Gravity anlösen wird. Ich gehe fest davon aus, die Insekten werden gut abgehen, aber dieser graue Dreckfilm, der sich hier oben abgesetzt hat, ich glaube, den werden wir frühestens beim Kneten mit abbekommen. Aber hier ist jetzt wichtig, alles schön satt einzusprühen. Und deswegen habe ich auch 2 Liter im Drucksprüher drin, weil ihr sonst einfach gar nicht so einen kräftigen Film aufbauen könnt. Also hier definitiv 2 Liter euch anmischen, auch wenn es mal 200 ml dann an Vorreiniger sind, wenn ihr 1 zu 10 machen wollt. Aber nur so habt ihr die Chance, das schön satt einzusprühen. Und man sieht schon hier so ein bisschen, wie sich das Ganze so richtig dunkel einfärbt. Hier oben sieht man es schon schön. Ich will es nicht drauf fassen. Aber nur so habt ihr eine Chance, auch den ganzen Schmutz ein bisschen anzulösen. Gehen wir hier oben aufs Dach. Und jetzt lösen wir erstmal die ganzen organischen Rückstände. Alles, was so vom Baum runtergefallen ist, was auf dem Auto gelandet ist. Und ich weiß ja nicht, was in den 5 Jahren hier alles passiert ist. Deswegen müssen wir uns einfach da rantasten. Und natürlich sprühen wir das ganze Auto ein. Und ihr seht schon, da geht einiges an Produkt drauf. Also mit einem Liter hier wird es echt schwierig werden. Deswegen, wenn ihr so eine Basiswäsche macht, auf jeden Fall 2 Liter definitiv nutzen. Hier sieht man schon schön die Schmutznasen, die runterlaufen. Hier spülst du den Dreck raus. Julius heute hinter der Kamera, vielen Dank nochmal an dich. Der fängt euch hier mal ein paar Szenen ein. Hier sieht man jetzt schön, wie es anlöst. Guck mal, traumhaft, ne? Das ist das, was ich meine mit organischen Rückständen. Also das ist wirklich heute Intensivwäsche. Also mit einem Liter Vorreiniger braucht ihr nicht anfangen. Das wäre zu wenig. Da kommt ihr nicht 100% ums Auto rum und manchmal trocknet euch das Ganze schon wieder ein. Wenn ihr merkt, okay, ihr müsst noch mal eine zweite Runde machen, dann macht euch noch mal eine Mischung fertig. Ich hoffe, dass euer Auto jetzt nicht so aussieht. Und hier werden wir auch gleich nochmal mit dem Pinsel arbeiten. Deswegen ist es gut, dass heute keine Sonne da ist. Denn dann können wir nämlich in Ruhe nochmal diese markanten Stellen hier an den Türdichtungen richtig mit dem Pinsel bearbeiten. Dazu ziehe ich mir auch gleich Handschuhe an. Und jetzt hier vorsichtig mal Tankdeckel aufmachen, weil da seht ihr auch, was hier drin los ist. Das können wir auch alles gleich noch mit einsprühen. Also vom Gewicht her, vom Sprüher, habe ich so das Gefühl, dass ich gut mit den 2 Litern rumkomme. Hier spült es richtig den Dreck raus hier. Ihr könnt auch das Ganze als Schaum nutzen, aber ich muss sagen, wenn die Sonne hier nicht gerade das Auto zum Kochen bringt, nutze ich das gerne lieber als normale Sprühvariante. Also ich bin wieder vorne angekommen, habe auch noch so ein paar Reste mit drauf. Und ihr seht schon hier, dieser hartnäckige schwarze Film, der hier drauf ist, den werden wir auf jeden Fall beim Kneten mit bearbeiten müssen. Ich ziehe mir mal Handschuhe an und schnappe mir mal einen Pinsel.
Wir haben noch ungefähr, ich schau mal, einen Liter drin. Also es hat doch ein Liter gereicht, aber wirklich dann ganz knapp. Macht doch lieber zwei, ist besser. Schaut mal hier auf die Haube drauf, wir können es hier mal testen. Guckt mal, das Gravity löst sogar diesen Dreck an. Das hätte ich echt nicht gedacht. Also ich habe ja auch gerade erwähnt, ich glaube, da wird die Knete nötig sein. Aber Wahnsinn, hier. Was ist das dann für ein krasser Effekt, wenn wir das mit einem Hochdruckreiniger abspülen? Also das wird sehr, sehr cool. Wir lassen das von hier noch ein bisschen einwirken. Und wir gehen jetzt mal mit dem Pinsel so an den Stellen lang, wo das Ganze in Ritzen irgendwo festklemmt. Wir gehen mal rüber zur Beifahrertür. Denn hier, das ist die Stelle, die ich meine. Wenn wir jetzt hier nochmal mit dem Pinsel reingehen. Da hat sich ja dieser Moos abgesetzt. Und das müssen wir definitiv mal rausarbeiten. Und dann nehmt ihr am besten hier so die mittlere Variante. Bei dem Fahrzeug, was ja eh noch poliert wird, könnte man jetzt auch noch den stärksten Pinsel nehmen. Aber das ist hier ganz, ganz deutlich zu sehen, dass wir hier das alles rausarbeiten müssen. Auch am Spiegel hier unten nochmal mit. Also sehr, sehr krass. Und wenn jetzt die Sonne extrem aufs Auto scheinen würde, dann würde das vorne alles schon eintrocknen. Aber wir haben Glück, wir können jetzt hier einfach mal lang gehen. Schaut mal, wie man hier das alles rausarbeitet. Ich versuche mal in eure Richtung das zu schieben. Immer mal ein bisschen nachreinigen und nochmal nachsprühen, dass die Feuchtigkeit wieder da ist. Krass. Also sehr, sehr stark. Jetzt gehen wir hinten ans Heck. Sprühen wir auch nochmal ein bisschen ein. Und auch hier schön mit den Pinselhaaren eher so darunter stechen und das so salzig rausschieben. Weil nur dann habt ihr eine Chance, guckt mal, oh, habt ihr eine Chance, das alles hier rauszubekommen. Und so ein Pinsel, wenn ihr oft so eine Reinigung hier macht, der hält das natürlich keine 5 Jahre aus hier, ganz klar. Also, oh, da müsst ihr auf jeden Fall euch auch mal noch einen zweiten oder dritten nach Hause holen. Aber natürlich im Anschluss wieder sauber machen und dann solltet ihr eigentlich auch gut das packen. Jetzt kommen wir hier zu einer Stelle, die schon echt sehr, sehr heftig ist. Und dazu machen wir aber auch nochmal eine gesonderte Reinigung. Das ist jetzt erstmal hier eine Grobreinigung von dieser Oberfläche. Lass erstmal die groben Rückstände locker werden. Da machen wir dann nochmal ein extra Video. Also nicht wundern, wenn wir hier nicht jeden Millimeter 100% sauber bekommen. Das wird nochmal ein extra Thema. Aber ich will auf jeden Fall das Ganze schön vorreinigen, schon mal hier an der SB-Box. Auch hier dahinter, hier unten lang. Ja, das ist schon Wahnsinn. Wenn wir das alles abstrahlen, dann werdet ihr sehen, wie viel Dreck hier rauskommt. Gehen wir nochmal hier rein, weil das erreicht man mit dem Waschhandschuh einfach überhaupt nicht. So, und dasselbe auch nochmal hier oben lang. Und so könnt ihr jeden Bereich in Ruhe abgehen. So, machen wir hier drüben noch lang und alle Stellen, die halt diesen Moosfilm aufweisen. Und das ist vor allen Dingen hier, wo die Scheibendichtung ist. Boah, das wird richtig dunkel hier vorne. Das ist ja absolut krass. So. Und dann hier vorne unterm Spiegel hat sich ja auch noch ein bisschen was abgesetzt. Und dann könnt ihr einfach nochmal nachkontrollieren, indem wir nochmal ums Auto rumgehen. Front und so weiter klappt. Hier, wenn ihr merkt, okay, die Sonne scheint so ein bisschen aufs Auto, dann haben wir ja glücklicherweise noch ein bisschen Rest. Sprühen es nochmal ein. Insekten bekommen nochmal eine zweite Runde. Das Produkt hat nochmal Zeit, es aufzuweichen. Und deswegen ist es halt wirklich gut, da auch die 2 Liter reinzufüllen. Hier an der Seite sieht man jetzt den ganzen Dreckfilm, der runtergelaufen ist. Ich mache nochmal ganz fix hier oben lang. Aber wir werden auch das auch nochmal intensiv reinigen, wenn wir die Türen dann öffnen. Aber das zähle ich dann Richtung Video 2 oder 3 vielleicht. So. Julius nimmt euch noch ein paar Schmutzstellen auf und ich bewaffne mich schon mal mit dem Klarspülprogramm, damit das hier nicht auch alles im Anschluss noch eintrocknet. Und dann fangen wir am besten hinten am Heck an und schauen uns mal an, wie weiß eigentlich der Lack normalerweise aussehen sollte. So, und ich begleite euch mal hier aus der Aufstimme und hier muss man ganz klar sagen,
Eine Vorwäsche ist wirklich das A und O. Der Absprühpart jetzt hier, den habe ich mal komplett auch ungeschnitten für euch drin gelassen, damit man mal genau sieht im Detail, wie viel Dreck hier in dieser Oberfläche oder in diesen ganzen Ritzen auch drin steckt. Also auf der Oberfläche und auch in den Zwischenräumen. Und ihr werdet auch sehen, es läuft immer wieder auch Dreck nach. Manchmal muss man hier wirklich auch zwei, dreimal eine Runde ums Auto drüber gehen. Und der Vorreiniger kann hier wirklich schon echt viel, viel ablösen. Die Details im Kofferraum, Zwischenraum und sowas, das machen wir dann alles nochmal im Extra-Video. Da will ich euch einen separaten Guide drehen. Aber hier im Außenbereich sieht man schon schön, was so ein Vorreiniger anlösen kann. Und auch ganz klar hier zu sehen, wie nah ich mit dem Hochdruckreiniger an die Oberfläche rangehe. Weil hier mit 30 cm Abstand würde hier gar nichts passieren. Darum auch nochmal der Hinweis jetzt hier in der Aufstimme, dass man an der SB-Box auch ruhig einen Tick näher rangehen kann. Weil die Drücke relativ gering sind, wie ich finde. Die SB-Box-Betreiber gehen da voll auf Sicherheit, ganz klar. Aber ihr seht hier, wenn du hier nicht mindestens 10 cm rangehst, da fehlt einfach insgesamt der Druck. Das ist eine reine Sicherheitsmaßnahme von den Betreibern. Ich weiß nicht, wie die Drücke bei euch sind, aber bei uns, da kannst du einen Tick näher rangehen. Und jetzt spülen wir erstmal den ganzen Rotz, der sich hier gesammelt hat, in Ruhe ab. Auch Richtung Tankdeckel und so weiter. Da war ja richtig, richtig Keim drin. Und das spülen wir erstmal richtig grob ab. Könnt ihr auch mit dem Hochdruckreiniger reinhalten. Ist nicht so, dass ihr euch da den Tank mit Wasser füllt. Natürlich müsst ihr den Deckel drauf lassen, ganz klar. Da ist zwar noch eine kleine Klappe im Inneren, aber die ist nicht 100% dicht. Deswegen Deckel bitte drauf lassen. So, weiter geht's mit dem Dach und die Seitenlinie. Auch da drückt es richtig unten. Schaut mal unten den Keim. Drückt es aus allen Ritzen da raus. Deswegen die Vorarbeit mit dem Pinsel war auf jeden Fall auch nötig, weil ihr sonst in diese Zwischenräume gar nicht so den Dreck richtig rauslösen könnt. Das schafft der Hochdruckreiniger alleine gar nicht so zuverlässig. Ja, weiter unten geht es dann weiter am Türgriff. Auch da könnt ihr auch nochmal von unten so ein bisschen dagegen halten. Und hier müsst ihr auch wenigstens, sagen wir mal, 3 bis 4 Wertmarken investieren, je nachdem wie das bei euch ist. Also bei uns seid ihr da auf jeden Fall mit 3-4 Euro dabei. Aber ist natürlich auch ein Extremfall, wie ich hier finde. Also wenn euer Auto so nach 1 oder 2 Wochen oder einmal im Monat so aussieht, dann seid ihr wirklich vielleicht echt im Modder und Schlamm unterwegs. Aber im normalen Straßenverkehr kriegt man eigentlich so eine Verschmutzung nicht hin. Vor allem nicht mit diesen Moosresten und was da alles noch drauf war. Also krass zu sehen. Und insgesamt aber wird das schön sauber. Also der Gravity macht hier einen absoluten, sehr, sehr, sehr tollen Job. 1 zu 10 ist natürlich auch sehr, sehr stark. Könnt auch noch 1 zu 5 machen. Aber ich glaube, 1 zu 10 reicht hier aus. Hier sieht man nochmal schön, dass der Vorreiniger auch diesen extrem angebackenen Traffic-Film, diesen Schmutzschleier, Grauschleier, gar nicht lösen kann im unteren Bereich. Dafür braucht man dann den Handschuh. Weil jetzt auf dem Dach und dass das hier runterging, guck mal, das hätte ich am Anfang nicht gedacht. Das war ja wie Mattlack. Das war richtig festgekrusteter Dreck. Absolut Wahnsinn. Und mit der bloßen Hand konntest du es schon gar nicht irgendwie vom Lack runterreiben. Aber dass der Gravity, dass das so schön aufweicht, das sieht man jetzt hier. Dieser ganze Keim, das wird auch ein Tick mit Straßenschmutz, Moos, das wird alles so zusammen sein. Dass der das so gut runterlöst, das hätte ich nicht gedacht. Also, ganz großes Kompliment an Vorreiniger und auch nochmal deutlich zu sehen, warum wir eine Vorwäsche durchführen, um diese Verschmutzung erstmal ohne mechanischen Kontakt. Der einzige mechanische Kontakt ist der Druck jetzt oder der Wasserstrahl vom Reiniger, vom Hochdruckreiniger, aber keine mechanische Reibung oder so vom Waschhandschuh, weil da will ich ungern drüber reiben, egal mit welchem weichen Werkzeug. Das machen wir schön mit Wasser und Vorreiniger. Und hier auf der Haube wird es sehr, sehr deutlich. Guckt mal, wie es das wieder runterdrückt und dieser weiße Lack wieder mal eine Chance hat zu atmen. So kann man es eigentlich echt sagen. Ja, 5 Jahre. Hier sieht man die Spuren noch vom Schneebesen, vom Eiskratzer. Ganz, ganz krass. Aber ganz, ganz tolles Ergebnis hier vom Vorreiniger. Die Insektenfuhren sind auch sehr, sehr gut weggegangen. Schön zuverlässig. Auch da haben wir nochmal ein zweites Mal draufgesprüht, damit wir da auch die Chance haben, dass es nicht antrocknet. Da ist aber auch nicht angetrocknet auf den Kunststoffteilen. Keine Flecken, keine eingetrockneten Spuren. Da müsst ihr halt aufpassen, wenn er in der Sonne steht, mit der Front oder mit dem Heck, je nachdem. Da aufpassen, dass es nicht antrocknet. Auch hier die Kennzeichenhalterung, die kann man auch nochmal demontieren, wer das gerne will. Aber ich glaube, wir haben den großen Schmutz auch durch die kleinen Löcher schon richtig rausgespült. Kann man aber machen. Eure Entscheidung, wie ihr das wollt. Ja, und dann gehen wir weiter ums Auto rum. Denn da fanden sich auf jeden Fall noch ein paar Stellen, wie hier jetzt zum Beispiel, wo ich am Anfang noch nicht richtig hingekommen bin von der einen Seite. Schießen wir alles runter und hier oben jetzt auf der anderen Seite vom Dach geht es weiter. Und jetzt sehen wir auch gleich nochmal einen riesengroßen
Schmutzschwall, der da drauf ist. Und selbst wenn ihr mal so eine Stelle vergessen habt oben, das schafft dann auf jeden Fall auch der Handschuh. Aber hier, das lässt sich eigentlich alles jetzt richtig gut runterspülen. Jetzt kommt nochmal hier dieser Bereich mit dem ganzen Moos gleich. Da seht ihr, da läuft der Dreck raus. Und hier spüle ich jetzt mal von unten nach oben. Natürlich auch für euch hier, für die Videozwecke, damit man das optisch auch besser sehen kann. Aber auch hier ganz klar, seht ihr das? Dieser hartnäckige Film, der geht nicht runter, nur mit Hochdruckreiniger und starken Vorreiniger. Da brauchst du dann am Ende wirklich einen Handschuh. Jetzt kommt gleich der XXL-Dreck da. Oh, Wahnsinn. Da schiebst richtig den Dreck raus. Ist schon krass. Also auf jeden Fall da hier wirklich ein bisschen Zeit einplanen und auch einen Euro mehr einplanen, damit ihr hier das zuverlässig reinigt. Und deswegen habe ich das für euch mal auch so ausführlich gemacht, damit ihr diese ganzen Bereiche mal seht, damit ihr auch da einen Eindruck bekommt, was das auch für ein Aufwand dann ist. Ne? Aber nichts ist schöner, als wenn das Auto danach sehr, sehr schön sauber wird und wir haben noch viele, viele Schritte vor uns und das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Videoreihe. Hier sieht man es auch nochmal hinten auf dem kleinen Spoiler hinten oben am Dach. Spoilerkante. Ist schon krass. Aber ohne Vorreiniger, da sieht er hier ganz alt aus. Deswegen gründlich vorreinigen, gerne auch noch eine zweite Runde. Erspart euch viel Arbeit und viel Aufwand und auch viel mechanische Reibung mit irgendeinem Waschwerkzeug. Ja, und damit haben wir die Vorreinigung erstmal abgeschlossen soweit. Also wir haben jetzt mindestens 3 Euro gebraucht, um das Ganze hier wirklich mal gründlich abzuspülen. Hier kommst du nicht mit einem Euro rum, das funktioniert nicht. Also da brauchst du auch bei so einer Wäsche ein bisschen mehr Geld. Aber trotzdem hält es sich noch komplett in Grenzen bei so einem Zustand. Was wir jetzt schön sehen, wir gehen mal in die Nahaufnahme rein, ist, dass die groben Verschmutzungen eigentlich alle runter sind. Aber wir kennen ja das Wort Traffic Film. Und hier sieht man mal wirklich schön, dass dieser echt hart anhaftende Dreckfilm auch mit dem Vorreiniger zwar gut angelöst wird, man sieht schon die Laufnasen, aber auch so ein Hochdruckreiniger, und ich war jetzt echt hier auf 10 cm Abstand, weil, muss man ganz klar sagen, die Hochdruckreiniger haben nicht unbedingt so die Riesenpower hier an diesen SB-Boxen generell in ganz Deutschland, also da haben die Hochdruckreiniger zu Hause schon mehr Kraft, deswegen kann man auch mal hier ein bisschen näher rangehen, das schadet dem Lack auch nicht. Ich würde aber nicht auf irgendwelche Roststellen drauf schießen oder irgendwelche Kabel oder was auch immer, aber man sieht schon hier, dass der Schmutz nicht runter ist und deswegen müssen wir das Ganze jetzt im Anschluss, nachdem wir die ganzen groben Verschmutzungen, Steinchen, Sand, alles was mit dabei war, alles was hier so drin klebte, alles was jetzt raus ist, da können wir jetzt sicher mit dem Handschuh drüber waschen, um den Flugrost freizulegen. Und das ist jetzt unser nächster Part. Wir können auch nochmal hier rüber gehen zum Tankdeckel. Sehen wir jetzt auch, ich gehe mal hier mit einem frischen Handschuhbereich drüber, seht ihr hier, es ist wirklich schon sehr, sehr schön sauber geworden. Also sehr, sehr cool, auch hier diese Kanten. Und wie das vorher aussah, habt ihr ja gerade vor uns gesehen, absolute Katastrophe. Auch diese kleinen Ritze hier, kam ja richtig der Modder raus, also das war ja heftig. Auch wieder schön sauber. Die Dichtbereiche von den Türen machen wir extra sauber, aber trotzdem erstmal im Außenbereich, auch hier, dieser ganze Moos, der sich hier angesetzt hat. Julius, kann das vielleicht, kriegst du das hier irgendwie eingefangen? So ein bisschen, also man sieht diesen grünen Film, der ist komplett raus. Das hat auch sehr gut geklappt. Auch hier in dem Bereich alles wieder sauber. Und vor allen Dingen, was uns, wir gehen mal zur Front, was uns hier beeindruckt hat, war die Insektenlösekraft. Alles, was ihr jetzt hier noch seht, ist so ein bisschen Spritzschmutz, der jetzt hier noch von den Ritzen rübergeflogen ist. Aber alles, das hier sind Steinschläge. Das ist loser Schmutz, der liegt noch drauf vom Absprühen vom Dach. Waschen wir gleich mit runter. Aber die Front vorne ist richtig schön, außer dass die Steinschläge halt noch da sind. Die ganzen Insekten, die hier 5 Jahre lang angebacken sind, sind alle komplett runter. Und deswegen sage ich ja, die 1:10er Variante mit dem Gravity ist absoluter Wahnsinn. Aber ich beschönige hier nichts. Auch hier oben hat es sehr gut geklappt. Wir gehen mal eine Etage tiefer. Aber hier seht ihr das. Guckt mal. Da seht ihr, das ist Traffic Film. Das ist für mich die Definition von Straßenschmutz, der wirklich richtig jahrelang angebacken ist. Das bekommst du nur, und deswegen zeige ich euch das jetzt mal, mit mechanischer Einwirkung runter. Und das wäre jetzt in meinem Fall gerade der Finger gewesen. Oder jetzt gleich im Anschluss der Waschhandschuh. Hier legen wir jetzt schon Flugrost frei. Vielleicht kriegt man es sogar schon auf die Kamera mit drauf. Hier, ich mache mal den Traffic-Film jetzt runter. Und da seht ihr hier, darunter liegt der Flugrost. Und den müssen wir jetzt freilegen. Auch hier nochmal ein schöner Punkt zu sehen. Sieht man schön. Da leuchtet er uns bronzefarben an. Müssen wir alles schön reinigen. Und wenn wir mal Stellen wie hier zum Beispiel noch Reste haben, hier unten drunter, da können wir jetzt genau nochmal, seht ihr das? Können wir jetzt genau nochmal mit dem Pinsel zum Beispiel oder wir wollen jetzt mit dem Waschhandschuh ran, um sowas nochmal im Detail zu reinigen. Und das machen wir jetzt. Handwäsche ist angesagt und deswegen mit dem Innova Car Diesgel Shampoo, was einen sauren pH-Wert hat. Damit können wir wunderbar die
mineralischen Rückstände lösen. Ich habe jetzt hier, was haben wir drin insgesamt? Wir haben einiges an Wasser drin. Ihr seht das auch. Über 12,5 Liter. Und da geben wir uns mal 20, 40, 60, 80, 100 ml rein, weil wir haben ja wirklich ein sehr, sehr verschmutztes Fahrzeug. Und im Anschluss, das finde ich ganz cool, bei den InuraCar Shampoos vor allen Dingen oder bei dem Snowfoam auch, spült dann die Kappe aus und steckt das wieder hier oben drauf und zack, könnt ihr es nicht verlieren. Wascheimer ist bereit, aufgeschäumt und jetzt gehen wir mit dem Shampoo hier aufs Dach rauf und jetzt kommen wir zum Thema Dekontaminierung mit dem etwas sauren pH-Wert plus natürlich die Reibung vom Waschhandschuh. Wir können mit dem Waschhandschuh auch nochmal in die ganzen kleinen Ablaufkanten hier reingehen und auch die Dinge nochmal mit reinigen, die wir vorher vielleicht mit dem Hochdruckreiniger auch übersehen haben. Waschhandschuh zieht ziemlich viel Wasser hier mit, das ist gut. Und somit haben wir die erste Dachhälfte und jetzt komme ich gleich auf die andere Seite. Es gibt da verschiedene Meinungen. Manche sagen auch erst unten anfangen mit Waschen, damit alles das, was oben dann drauf ist, sozusagen später nochmal mit runterläuft. Ich fange eigentlich immer gerne auf dem Dach an, weil hier läuft sozusagen das Shampoo-Wasser auch über die anderen Bauteile mit drüber, transportiert den Schmutz ab und hier zum Beispiel können wir jetzt auch in dem Fall noch mit über die Scheibe mit drüber gehen. Die werden wir im Anschluss auch nochmal komplett polieren per Hand, auch hier an der SB-Box. Die ist ziemlich rau. Auch hier Scheiben wir schon nicht vergessen. Und wir haben noch so viel drin, hier, da gehen wir gleich nochmal auf die andere Seite. Und dann haben wir sozusagen mit einer Tour das Dach und die Scheibe komplett erledigt. So, jetzt einmal Handschuhe auswaschen. Und darum habe ich hier unten so eine Schmutzfalle von Detail Guards mit drin. Das ist noch eins der ersten Modelle hier ohne Gummifüßchen an der Seite, also ohne Erweiterung. Aber das passt hier perfekt rein. Und jetzt gehen wir hier mit dem Handschuh rein. Ihr seht hier diese kleinen Verschmutzungen. Und da seht ihr auch gut, dass die Vorreinigung schon sehr, sehr gut geklappt hat. Also der Handschuh ist nicht schwarz oder so, hat keine starken Verschmutzungen. Und das ist der wichtige Punkt, warum eine Vorreinigung halt das A und O ist. Hier auf der Rückseite haben wir so ein bisschen Grauschleier. Jetzt gehen wir hier rein, reiben den Handschuh unten ab. Der Schmutz kann jetzt nach unten sinken. Wir holen uns von oben frisches Wasser und gehen jetzt hier hinten an das Heck vom Fahrzeug. Nehmen uns wieder frisches Wasser und hier unten drunter war richtig viel Schmutz. Das sieht man auch nochmal hier, ganz, ganz deutlich zu sehen. Obwohl ich mit dem Hochdruckreiniger schon echt drauf geachtet habe. Aber der klebt hier so massiv fest. Guck mal, was hier rauskommt. Da müssen wir auch einmal mehr abspülen. Und wir gehen nochmal mit der sauberen Seite vom Handschuh drüber. Und alles, was an losen Schmutz jetzt sozusagen noch ein bisschen runterläuft, wie hier, das ist ja alles komplett locker, das spülen wir dann einfach mit dem Hochdruckreiniger ab. Hier oben die erste Kante nehmen wir noch mit. Und da die Rückseite vom Handschuh echt verschmutzt ist, gehen wir jetzt hier wieder in die Schmutzfalle. Richtung Schmutzfalle sozusagen in den Wascheimer, reiben das unten ab, beide Seiten. Handschuh saugt sich mit frischem Wasser voll, ist komplett sauber und damit gehen wir jetzt hier weiter. Heckklappe einmal von links nach rechts. Und jetzt können wir diesen ganzen Traffic filmen, der sich hier mit dem Hochdruckreiniger nicht entfernen ließ, den nehmen wir jetzt hier mit dem Handschuh komplett runter. Auch hier diese unteren Seiten nicht vergessen. Da seht ihr, da kommt echt auf jeden Fall noch richtig Dreck raus und der ganze Flugrost wird sichtbar. Jetzt sieht man sehr, sehr schön. Also das ist auf jeden Fall mal ein gutes Stück Arbeit. Auch hier möglichst von oben nach unten waschen. Bei dem Auto würde ich es jetzt nicht so extrem kritisch sehen, weil wir so und so im Anschluss noch polieren. Und dadurch, dass der Vorreiniger schon so echt sehr, sehr gut gearbeitet hat, können wir hier richtig auch Meter machen, ohne dass wir ständig den Waschhandschuh auswaschen müssen, weil, guckt mal hier, also die Verschmutzungen halten sich echt in Grenzen. Aber es kommen immer noch so ein paar raus aus diesen kleinen Ecken und Kanten und darum ist so eine Handwäsche einfach super wichtig. Und wenn ihr nach der Wäsche auch nochmal so Details findet, könnt ihr auch dafür dann nochmal ein Tuch und einen Detailer nutzen. Ich mache erstmal die hintere Tür von oben nach unten, habe aber noch die komplette Rückseite vom Handschuh und kann dann hier zum Beispiel auch noch mal den Bereich mit reinigen. Handschuh einmal auswaschen, fangen wir wieder oben an, lassen Shampoo-Wasser wieder runterlaufen
und waschen jetzt die Tür. Von oben nach unten mit Griff. Jetzt sieht man schön hier diese Dreckfilm hier komplett weiß, mit Flugrost noch und hier noch komplett gelb. Und das geht jetzt komplett weg. So, dasselbe machen wir auf der anderen Seite. Das überspringen wir, weil das komplett gleich ist zu dieser Seite und gehen jetzt nochmal direkt zur Front vom Fahrzeug. Da haben wir ja vor uns gesehen, da hat der Vorreiniger richtig geleistet. Kleine Steinschläge, hier über die Chrom-Applikation, Rückseite, alles was ein bisschen am Fahrzeuglack noch klebt, runterwaschen und ich muss echt sagen, die Front, super insektenfrei, also hier braucht man gar nicht so sehr rübergehen, weil das hat so gut gearbeitet. Da kommt man zum Sonntag hier, wir waschen gerade am Sonntag, ich glaube, nicht mal jede SB-Box in Deutschland hat er überhaupt geöffnet. Deswegen mal danke an den SB-Box-Betreiber bei uns in Senftenberg. Können wir auch ein bisschen Werbung machen. Ich glaube von 10 bis 18 am Sonntag. Und deswegen können wir das perfekt nutzen und auch die Ruhe. Also die Front durch den Gravity-Vorreiniger super, super sauber geworden. Das nach 5 Jahren Anbackung und ein bisschen Regen vielleicht mal. Aber insgesamt sehr, sehr schönes Ergebnis. Gehen wir nochmal rüber. So, und damit haben wir das ganze Fahrzeug einmal per Hand gewaschen und jetzt nochmal abstrahlen. Hier geht es jetzt darum, alle restlichen Verschmutzungen, die jetzt zum Beispiel der Handschuh noch gelöst hat, mit runter zu spülen. Und das Ganze ist wirklich ein Herunterspülen. Ihr müsst jetzt nicht mehr hier so extrem nah ran an den Lachs, sondern es geht darum, den Shampoo runter zu spülen und den Schmutz. Trotzdem, wenn ihr mal Stellen findet, wo ihr merkt, okay, ey, da hängt noch echt viel Dreck oder da kommt noch viel Dreck raus, könnt ihr die gerne nochmal etwas näher behandeln. Aber wir sehen ganz gut, also das Fahrzeug sieht jetzt schon deutlich besser aus als vorher und die Handwäsche hat natürlich den ganzen Traffic-Film jetzt nochmal angelöst und das ist ja der ganz, ganz wichtige Punkt, weil ein großer Teil des Flugrostes liegt halt unter diesem Schleier, natürlich auch ein bisschen schon was drauf auf diesem Schleier insgesamt, aber nach 5 Jahren bildet sich natürlich eine richtig dicke Flugrostkruste und das wollen wir natürlich auch im Anschluss dann schön entfernen und darum ist es wichtig, die Vorwäsche danach die ganze Sache mit per Handwäsche freizulegen, damit wir einfach da 100% die Möglichkeit haben, dass der Reiniger an den Flugrost Eisenoxidpartikeln andocken kann und die auflösen kann. Und darum jetzt ist alles nochmal abgespült und ja, also insgesamt muss man ganz klar sagen, es sieht jetzt schon deutlich, deutlich, deutlich besser aus. Also so jetzt hier auf dem Video so von 1,5 Meter Entfernung, eigentlich sehr, sehr schick. Auch die ganzen Insekten sind ja bei der Vorwäsche schon schön weggegangen. Mussten jetzt auch in dem Handschuh nicht nochmal irgendwie nachreiben oder so. Also das Thema Vorwäsche ist wirklich A und O. Trotzdem hier per Hand ist das Pflicht, weil der angebackene Traffic-Film nur per Hand sozusagen sich löst. Da könnt ihr so viel Chemie draufhauen, wie ihr wollt. Aber die Kruste, die sich da drauf bildet, die muss dann per Hand gelöst werden. Das geht sehr, sehr gut hier. Und ich muss sagen, also nach 5 Jahren ist das Ergebnis jetzt schon sehr, sehr zufriedenstellend. Und der Flugrostpunkt, das war für mich nur so eine Bonussache, die einfach mit sein musste, weil ich hier einfach das Auto 100% dekontaminiert haben will. Hier in diese Ritze, da habe ich gemerkt, da kommt da echt viel Dreck raus. Sieht man jetzt hinten am Spoiler. Und da bin ich diese kleine Spalte nochmal abgegangen und habe das nochmal mit runtergespült. Und bei dem Auto fand man eigentlich immer wieder einen Punkt, wo man nochmal nachspülen hätte können. weil immer wieder irgendwo wie so ein bisschen Dreck rauskam und aus den Ritzen wieder neuer Dreck rauslief. Also XXL-Wäsche hier, das ist natürlich keine schnelle, entspannte Samstagswäsche mal früh an die SB-Box hier. Das ist schon wirklich, wenn ihr das macht, könnt ihr auch gern zweimal an die SB-Box fahren, wenn ihr da von der Zeit das nicht so einplanen könnt. Also insgesamt haben wir, glaube ich, den ganzen SB-Box-Part waren 3 Stunden. Krass zu sehen, dass auch immer wieder aus diesen kleinen Zwischenräumen dann doch nochmal ein bisschen Schmutz rausgespült wird. Also wenn ihr sowas merkt, einfach nochmal ein bisschen drüber sprühen, vielleicht nochmal die eine Stelle nachwaschen, weil so eine Verschmutzung, da kann natürlich immer wieder was rauskommen aus den Zwischenräumen. Aber insgesamt sieht das sehr, sehr schön aus. Jetzt lassen wir das Fahrzeug mal so 2-3 Minuten stehen, das Wasser ein bisschen ablaufen und dann schauen wir uns das Thema Flugrost an. So, das Fahrzeug ist auch nochmal abgestrahlt und auch da, wie gesagt, kommt immer nochmal Dreck raus und da kann man auch nochmal ein bisschen nochmal einen Euro reinwerfen und nachspülen. Bei so einem Verschmutzungszustand kann das immer mal sein. Jetzt, Fahrzeug ist ungefähr ja, so 50, 60% sind abgetrocknet. Jetzt kommt das Thema Flugrost. Wir schauen uns erstmal an, was ist nochmal Flugrost? Warum muss der auch weg? Wann sollte man das machen? Alle weiteren Tipps gleich dazu. Aber erstmal füllen wir einen Flugrostentferner in einen Drucksprüher ein. Ihr könnt natürlich auch hier direkt einen Sprühkopf drauf machen. Aber wenn ich das ganze Fahrzeug hier behandeln will, geht das Drücken dann auch irgendwann auf die Finger. Deswegen
Shiny Garage Detox Liquid. Und es wird jetzt nicht verdünnt. Und jetzt sagt ihr gleich, oh, das ist ja ein Wahnsinnsverbrauch. Ich fülle mir jetzt hier 500 ml in meinen Drucksprüher. Keine Angst. Was übrig bleibt, können wir dann immer auch noch mal zurückgeben. Ah, wir können sogar noch etwas mehr reinmachen. Zack, hier unten haben wir jetzt ein bisschen was über 500 ml. Wie oft macht man das hier mit dem Thema Flugrost? Und zwar, ich würde sagen, einmal im Jahr. Bei so einem Auto so oder so, aber bei eurem Auto könnt ihr das ein, maximal zweimal im Jahr machen. Und deswegen, wenn man jetzt für so einen Flugrostentferner sich eine Literflasche holt, sind das praktisch im Prinzip zwei Anwendungen. Der wird nicht verdünnt irgendwie, sondern der wird pur genutzt, denn wir wollen die volle Reinigungsleistung, wir wollen nicht nochmal mechanisch dann am Ende die groben Rückstände wegmachen, wir wollen das gleich komplett schaffen. Und das machen wir jetzt. So, dann sprühen wir das Ganze mal hier mit dem Detox Liquid ein. Leicht rosa eine Flüssigkeit. Und guckt mal, wie schnell das anschlägt hier. Schaut mal, Julius kann mal in die Nachnahme gehen. Ich sprühe derweil etwas weiter. Also der ist sehr, sehr stark. Und deswegen sieht man auch schön gleich den Farbumschlag. Und ich habe so ein bisschen Zweifel, ob wir mit einem Liter rumkommen. Was wir jetzt nicht einsprühen, sind die Glasflächen. Sondern wir wollen nur auf die Lackoberfläche gehen. Das Schöne am Liquid ist einfach, dass er eine sehr, sehr dicke Konsistenz hat. Gut am Lack hält. Und die Scheiben braucht er nicht mitmachen. Schön breit verteilen. Das ist eigentlich so ein richtig schönes Gel. Und dann lassen wir den mal so ein paar Minuten einwirken. Wir machen jetzt hier den Rest noch fertig und dann schauen wir uns mal an, wie viel der schon angelöst hat. Da sieht man mal, wie auch so ein Drucksprüher hier zu kämpfen hat. Mit dieser dickflüssigen Konsistenz. Aber er schafft das trotzdem echt gut. Muss halt nur ein bisschen mehr Druck aufbauen. Julius kann mal vorne an der Fahrertür filmen. Ich gehe dabei aufs Dach. Und da sieht man mal richtig den Indikator. Das ist natürlich der Reiniger, der dann hier die ganzen Eisenoxidpartikel anlöst. Das bekommt ihr, wenn ihr Richtung Industriegelände irgendwo unterwegs seid oder das Auto irgendwo an einer Bahnschiene parkt. Das geht so schnell, da fährt eine Lok vorbei und der Abrieb sozusagen, der legt sich dann auf den Lack nieder. Und das greift auch dann, wenn das wirklich lange da drauf ist, auch irgendwann mal den Lack immer weiter an und sieht halt einfach nur richtig mies aus. Und deswegen geht man über die ganzen Lackoberflächen hier einfach mal mit drüber. Glas und so weiter könnt ihr auslassen, weil das machen wir dann später mit der Glaspolitur. Ich habe noch mal was in den Drucksprüher nachgefüllt, also mit 200 ml kommt die hier nicht hin, das sage ich euch gleich. Und deswegen sind das alles sozusagen Anwendungen, wo man doch ein bisschen mehr Produkt braucht. So, und hier waren wir ja vor uns schon und da sehen wir auch auf dem Boden unten, wie das alles runtertropft und das alles anlöst. So muss es sein. Also ich habe knapp 750 ml verbraucht und den Rest fülle ich dann wieder zurück. 750 ml, deswegen holt euch da auf jeden Fall gleich eine Literflasche. Ja, sehr, sehr stark. Kann man chemisch machen, den Flugrost entfernen oder auch mechanisch, aber ich bin halt eher so ein Freund, Chemie wirkt natürlich ohne mechanische Einwirkung auf den Lack und wir müssen ja nicht noch mehr Kratzer machen, als so und so schon drauf sind. Ihr könnt das aber auch gern mit Knete machen. Ich entferne aber gern nur die Reste mit Knete, das ist einfach so meine Methode. Schön zu sehen. 2-3 Minuten maximal, nicht antrocknen lassen und dann auch wieder abstreuen. Also insgesamt muss ich ganz klar sagen, der Detox Liquid hat hier wirklich sehr, sehr gut am Lack gehalten. Ist nicht angetrocknet, hat das super kraftvoll gereinigt. Wir haben aber auch, glaube ich, knapp 750 ml verbraucht. Weil das ist einfach, ich habe das Teil noch mal ein zweites Mal eingesprüht, weil es einfach so kräftig sich eingefärbt hatte. Und wenn der Farbumschlag dann weg ist vom Lack, dann fehlt einfach Produkt. Das heißt, ihr sprüht einfach noch mal ein bisschen eine zweite Schicht auf. Also bei einem normalen Fahrzeug würde ich mit 500 ml rechnen. Und bei dem hier, bei diesem wirklich, sagen wir mal, Sonderfall, würde ich echt mal sagen, also mit 750 ml, wenn nicht sogar ein Liter, werde ich hier aufsprühen. Also hier sieht man das ganz, ganz krass, wie der Farbumschlag da reagiert und wie viel da angelöst wurde. Und das ist wirklich so ein Schritt, das würde ich euch empfehlen, vielleicht einmal im Jahr zu machen, wenn ihr da stark betroffen von seid oder vielleicht halt alle zwei Jahre. Deswegen so eine Flasche 500 ml Flugrostentferner, das kauft man sich, wenn man punktuell arbeiten will. Aber wenn man das ganze Auto machen will, würde ich euch auf jeden Fall eine Literflasche empfehlen, weil das ist sonst einfach zu wenig und am Ende auch zu teuer. Oder vielleicht sogar ein 5-Liter-Kanister. Ist zwar wieder von Anschaffungspreis höher, aber ihr habt natürlich dann deutlich besseren Literpreis. Also wenn ihr so mehr als ein Auto machen wollt, würde ich euch direkt einen 5-Liter-Kanister empfehlen, auch wenn der 50, 60 Euro kostet, aber das lohnt sich. Hier gehe ich nochmal ganz, ganz knapp über den Lack
Also vorne ist so eine kleine Gummikappe drauf, das ist kein Problem. Also es bringt das Auto nicht um, wenn man mal kurz den Lack berührt. Kein Problem. Also hier den ganzen Flugrost-Schleim, der da drauf ist, nochmal abgespült. Der ganze Boden färbt sich auch hier komplett mit Rot ein. Also sehr, sehr schön. Flugrostentfernung für mich einfach ein Punkt bei so einer Komplettreinigung. Das gehört mit dazu. Und vor allen Dingen ja nach 5 Jahren ohne Wäsche, definitiv, das muss mit dabei sein. Auf Glas müsst ihr es nicht machen. Hier sieht man es auch nochmal schön an der Seite. Wie viel da drauf ist, hat es natürlich auch schon ein bisschen was runtergespült durch das Dachabstrahlen. Aber Wahnsinn, wie viel da hier drauf ist. Also, auf jeden Fall mal bei euch schauen, wie es bei euch aussieht und dann alles entfernen. Fahrzeug ist jetzt erstmal wieder richtig schön sauber. Der Flugrost ist optisch nicht mehr zu sehen. Die kleinen Rückstände nehmen wir so und so beim Kneten mit runter. Aber der Lack fühlt sich noch sehr, sehr rau und pickelig an. Und deswegen werden wir auf jeden Fall Lackknete nutzen. Ganz sanft mit Clay Lube, das schauen wir uns im nächsten Video an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und ja, so funktioniert es hier an der SB-Box. Braucht aber auch ein bisschen mehr Zeit, aber das Auto hat es auch komplett nötig. Kurz und kompakt nochmal das Thema Felgenreinigung. Ich habe euch verschiedene Werkzeuge mitgebracht, um mal für euch so eine Felgenreinigung zusammenzufassen. Was braucht man vielleicht an Chemie? Was gibt es an Werkzeugen für welches Felgendesign? Hier haben wir mal ein Felgendesign, was ziemlich große Speichenzwischenräume hat, auch viel Platz zwischen Bremssattel und Felge, Scheibe, Felge und so weiter. Schauen wir uns gleich im Detail an. Und ich habe euch mal ein paar Werkzeuge mitgebracht. Einmal normalen Waschhandschuh, dann Felgenbürste und natürlich auch nochmal solche kleinen Handschuhe für die Details, wo man einfach komplett die Bewegungsfreiheit hat. Und wie gut das funktioniert, schauen wir uns jetzt mal an. Hier seht ihr mal das Felgendesign und 5 Jahre lang keine Wäsche. Sind zwar jetzt keine schönen silbernen Felgen, aber auch bei diesem schwarzen Modell werden wir jetzt gleich sehen. Das hier ist pechschwarz und jetzt kriege ich gar nicht mehr sauber meine Hände hier, guck mal. Wir nehmen jetzt mal einen meiner Lieblingsfelgenreiniger, P21S High End, weil da weiß ich, der hat so viel Power, der wird uns hier treue Dienste leisten. Gehen wir einfach mal hier in die ganzen Zwischenräume und auch wenn ich jetzt etwas mehr hier rauf sprühe, auch in die Zwischenräume hinten, die Gelformel erlaubt es halt, dass der sehr, sehr schön lange anhaften kann, sehr schön lange wirken kann und der wird hier richtig, richtig Kraft an den Tag legen. Lass mal so 3 Minuten einwirken, ich schaue mal hinten drauf, ich glaube 3 bis 5 Minuten steht drauf, also hier könnt ihr auch schön lange drauf lassen. Wichtig ist, nicht auf die heiße Oberfläche, auf die heiße Felge oder am besten nicht das Auto in die Sonne stellen. Also ihr seht hier schön im Schatten, da kann der in Ruhe arbeiten und es ist wichtig, dass die Felge feucht bleibt mit diesem Reiniger, weil sonst können die Tenside nicht so richtig arbeiten. Das heißt, es muss immer so ein leichter Gelfilm drauf sein und ich gehe jetzt mal drauf und ihr seht es gleich an meinem Finger, hier seht ihr schon den Farbumschlag und der Dreck löst sich auch richtig, richtig schön ab. Je nach Verschmutzungsgrad könnt ihr das Ganze auch einmal abstrahlen und dann nochmal mit dem Shampoo drüber gehen und so werden wir das auch machen. Wir gehen aber erstmal in die anderen Felgen noch. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr dann von Winter auf Sommer wechselt oder in die andere Richtung, dann die Felgen so und so vorm Einlagern immer nochmal sauber zu machen. Aber so wie die Felgen aussehen, wurden die einfach nur in die Ecke gestellt, beziehungsweise hier die Rad-Reifen-Kombination und dann ist nichts mehr passiert. Schauen wir mal hier. Also das ist sehr, sehr dreckig. Auch wenn es sehr schwarze Felgen sind und man sieht natürlich den Unterschied nicht so extrem, trotzdem will ich, dass die wieder sauber sind, weil so ein Gesamtpaket, das muss einfach passen. So, und ihr seht schon, warum ich hier Handschuhe anziehe, weil wenn man dann mal gegen die Felge kommt, hat man gleich komplett schmutzige Hände. Also Schutzhandschuhe anziehen, einfach besser. Ich habe leider keinen sauberen Finger mehr, aber ich zeige euch jetzt mal, wie viel Dreck hier drin steckt. Also das ist wirklich absoluter Wahnsinn, guck mal. Deswegen, ich wechsle jetzt gleich nochmal die Handschuhe, weil so kann ich nicht weiter arbeiten. Aber erstmal abstrahlen, Felgenreiniger macht noch hier eine Minute seinen Job und dann spülen wir das alles ab. Felge jetzt mit dem Hochdruckreiniger abgestrahlt. Ich habe mir frische Handschuhe angezogen. Schaut mal, wie super sauber die geworden sind. Hier,
absolut top. Nur ganz leichte Rückstände hier in den Ecken vielleicht. Und für diese kleinen Ecken und Zwischenräume, dafür gibt es halt die Möglichkeit, entweder einen Waschhandschuh zu nehmen. Und ihr seht schon, ich habe nochmal einen Schutzhandschuh drunter gezogen. Also ihr könnt jetzt hier einfach drüber gehen mit eurem Shampoo-Gemisch. Und da werdet ihr sehen, dass ihr an manchen Stellen immer noch Schmutz drin habt. Und dafür könnt ihr halt entweder einen dünnen Handschuh nutzen. Und ihr kommt auch hinten an die Speichen ran, dahinter. Oder ihr könnt für die tieferen Bereiche Felgenbürste nehmen. Passt hier optimal, einfach komplett dahinter. Hier dazwischen kommt er natürlich auch, aber ihr könnt sie nicht drehen, deswegen gehen wir einfach daneben und können jetzt einmal hier die Zwischenräume komplett reinigen. Und ihr seht auch hier, das ist Wahnsinn, was hier noch die Felgenbürste rausholt, vor allen Dingen auch in den hinteren Bereichen, da wo der Hochdruckreiniger natürlich gar nicht richtig hinkommt. Deswegen, das liegt jetzt nicht am Hochdruckreiniger, sondern einfach an der Abspültechnik. Du kommst halt hier hinten einfach gar nicht hin mit dem normalen Hochdruckreiniger. Felgen vorne sehen dann immer schön sauber aus, aber hinten backt dann alles über die Monate und Jahre an. Und deswegen halt Felgenbürste für die hinteren Bereiche, vorne einen großen Waschhandschuh oder sowas hier vielleicht, auch wieder mit Handschuh. Drunter 5-Finger-Handschuhe, die sich natürlich, wenn sie nass sind, doch geht. Einfach hier drüber ziehen und jetzt schaut mal hier, komplett sauber. Und ich gehe mal hier dahinter, seht ihr das? Da kommt noch richtig der Schmutz raus, wo die Felgenbürste und der Hochdruckreiniger gar nicht hinkommen. Und das geht super einfach. Zieht euch einfach auf beide Hände. Und im letzten Video hatte ich keine Handschuhe drunter. Deswegen auch nochmal jetzt hier der Hinweis. Einfach ins Shampoo-Wasser reingehen. Ihr könnt es auch ein bisschen nass machen. So, zack. Und jetzt geht ihr einmal hier die Runde rum und hangelt euch wie so ein Äffchen hier um die Speichen drum. Nehmt alles mit. Die hinteren Bereiche sind ja durch die Felgenbürste schon sauber. Und zack, und seid eine Runde rum. Das dauert vielleicht, guck mal, super sauber. Und darum geht's. Einfach den Dreck gar nicht über die Monate und Jahre ansammeln. Hier ist alles komplett jetzt sauber hinten. Sehr, sehr schön. Also es gibt viele, viele Tools, die euch hier unterstützen. Das machen wir jetzt bei allen anderen Felgen auch, bei den anderen dreien, weil vom Vorgehen ist komplett das Gleiche. Also viele coole Werkzeuge findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Sehr schön. Und fast vergessen zu sagen, hier die Schraublöcher. Braucht ihr eigentlich auch keinen Pinsel, nehmt einfach einen Finger. Erledigt. So, und jetzt schauen wir mal hier. Ich fasse mal mit meinen Fingern direkt drauf. Ich habe vollstes Vertrauen in die Werkzeuge. Perfekt, so muss es sein. Auch hier in dem Bereich nichts mehr drauf. Felgen sind jetzt wieder schön sauber. Kein ekliger grauer Schleier mehr, kein brauner Schleier mehr hier drauf. Kann jetzt in Ruhe abtrocknen oder kann man auch mit einem Tuch noch mal ein bisschen nachtrocknen. Und jetzt haben wir die Sache hier mal richtig schön wieder auf einen guten Sauberkeitszustand gebracht. Das war mal bitter nötig. Also. Und darum ist es auch so wichtig, dass man gute Produkte hat. Man hat es an der Reinigungsleistung schon nur durch den Felgenreiniger gesehen. Der hat richtig, richtig Kraft. Zieht euch auf jeden Fall Handschuhe an. Nutzt die entsprechenden Werkzeuge dazu, je nach Felgendesign. Ihr seht hier, das Wasser ist jetzt richtig, richtig dunkel. Das können wir jetzt hier komplett entsorgen. Da bitte nicht nochmal auf den Lack raufgehen. Aber diese ganzen kleinen Tools, diese Felgenbürste, die kleinen Handschuhe oder auch ein großer Handschuh. Es gibt ja auch nochmal eine dünnere Variante mit Daumen. Verlinken wir euch auch nochmal unten im Kommentarbereich, weil es gibt für jede Felge oder für jedes Felgendesign auch das passende Werkzeug, um da wirklich echt immer das Maximum zu erreichen. Heute Fahrzeuglack kneten. Das ist sozusagen eine mechanische Art und Weise hier, die restlichen Verschmutzungen vom Lack runterzunehmen. Das Fahrzeug hat 5 Jahre keine Wäsche gesehen. Wir haben das jetzt in den ersten Videos mit Vorreiniger behandelt. Wir haben Flugrostentferner genutzt. Und all das hat dafür gesorgt, dass wir ungefähr
weil man 90% der Verschmutzung runterbekommt. Aber es gibt immer noch Restverschmutzung, die man so nicht runterbekommt. Und deswegen kann man den Lack einfach nochmal kneten. Und damit das sehr schonend funktioniert und das ist die perfekte Vorbereitung auch für eine anschließende Politur, dazu nehmen wir einfach mal Folgendes. Ich habe euch mal hier das Chemical Works Clay Kit mitgebracht. Und an der Stelle, es gibt auch noch den Sonax Clay Bowl. Wir verlinken euch das alles unten. Das sind sozusagen Handpolierhilfen mit einem Knetpad obendrauf, um damit über die Oberfläche zu kneten. Ich zeige euch gleich, wie es geht. Es gibt aber auch noch die klassischen Kneten, die man einfach zusammenfaltet, dann hier über die Lackoberfläche drüber führt, abspült und auch da haben wir euch ja schon ganz viele Videos gemacht. Ich bin ein Fan von diesen Sachen hier, weil das einfach vom Handling her angenehmer ist. Man kann das mit dem Clay Loop dann hier, mit dem ADBL Slippy zum Beispiel, könnt ihr euch das einfach wieder sauber spülen und dann geht er wieder auf den Lack drauf. Das ist für mich das angenehmste von der Arbeitsweise her. Wir gehen mal auf die Motorhaube und ich zeige euch noch mal kurz, wie das Ganze funktioniert. Wichtig ist beim Kneten, ihr braucht ein Clay Loop sozusagen im Englischen oder Gleitmittel, das ist jetzt das ADBL Slippy. Das sprüht ihr euch hier auf die Oberfläche auf. Und deswegen machen wir das an der SB-Box, weil hier habt ihr die Möglichkeit, das Auto danach einfach nochmal mit Wasser abzuspülen. Ihr könnt das aber auch zu Hause machen. Wichtig ist, dass das Fahrzeug nicht in der Sonne steht und ihr schön auch die Knetoberfläche einsprüht und dann nur auf der benetzten Oberfläche arbeitet. Nicht auf den trockenen Lack gehen, sondern nur erstmal in dem Bereich. Und ihr werdet gleich sehen, wie viel Schmutz hier noch runterkommt, wenn ich diesen Knetball hier mal hin und her bewege. Immer auf einer Fläche von ungefähr 50 x 50. Wichtig ist, nur dort arbeiten, wo auch Clay Loop ist. Und das ist jetzt bis vorne runtergelaufen. Und da sieht man vor allen Dingen jetzt, ich hoffe, Julius kann das hier erkennen, dass hier noch richtig viel Verschmutzung sich jetzt gelöst hat, hier wo mein Finger ist. Also da, auch hier, nehmen wir mal das als Beispiel. Geht so nicht weg, aber mit dem Claybore oder mit dem Clay Kit könnt ihr diese Verschmutzung einfach wegkneten. Und schon ist es weg. Wir suchen uns mal ein paar markante Punkte, wo man das richtig gut erkennen kann. Hier haben wir noch weitere Verschmutzung. Auch da gehen wir einfach mit dem Clayball drüber. Und da seht ihr richtig, wie das von Zauberhand verschwindet. Und so könnt ihr solche Verschmutzung perfekt entfernen. Wir haben hier auch leichte Teerflecken drauf. Das sind diese kleinen Punkte, die noch sind. Und hier ist sogar noch ein Flugrostpunkt nach der Reinigung übrig geblieben. Das heißt, wir sprühen uns ein bisschen Clayloop hier hin. Wieder was auf das Kit, auf die Knetoberfläche. Und dann gehen wir hier einfach drüber. Und da seht ihr hier, das Ganze verschwindet. Wenn der Teer, wie hier, zu heftig ist, nehmt ihr nochmal einen Teerentferner. Aber ich glaube, das ist schon hier mini, mini klein. Ich weiß gar nicht, ob die Kamera das noch einfängt. Aber das ist richtig bombenfest. Das merkt man euch mit dem Fingernagel. Da nimmt man im Anschluss auf jeden Fall einen Teerentferner noch, so Spezialfelder. Aber Flugrost ist auch gut weggegangen. Und auch hier haben wir noch so einen Flugrostpunkt. Sprühen wir jetzt mal ein. Sieht man hier. Nach hier gehen wir einfach drüber. Und zack, ist der Flugrostpunkt weg. So einfach funktioniert es. Mit dieser Variante könnt ihr Flugrost nochmal nachbehandeln und auch andere kleine Flecken. Und wenn so kleine schwarze Punkte sind, das kann wirklich Teer sein. Ihr seht das nochmal im großen Bild, wie ich das jetzt hier mal mache. Ohne großen Druck einfach mal drüber gehen. Hier habt ihr auch diese kleine Dämpfung mit drin. Das heißt, nicht wie wild hier auf den Lack drücken. Ihr seht auch hier, wie hier ein bisschen der Dreck schon rauskommt. Sondern wirklich nur so leicht hier damit arbeiten, leichten Druck geben und jetzt immer hin und her fahren. Und ganz wichtig auch, immer nur auf der Oberfläche, wo Clay Loop drauf ist. Und dann würde ich die Haube so in 3 bis 4 Bereiche teilen. Und dann spült er den ganzen Schmutz hier ab. Wenn man jetzt mal das alles zusammennimmt hier, der Lack ist jetzt hier ultra weich. Und woran erkennt ihr, dass ihr kneten müsst? Einmal optisch, wenn der Schmutz natürlich hier drauf liegt und er ging bei der Wäsche nicht runter, dann könnt ihr kneten. Aber wenn ihr hier einfach das Auto gewaschen habt und geht mal mit der flachen Hand drüber und merkt, überall sind festsitzende Punkte. Das ist der beste Indikator, hier das beste Werkzeug, um das sozusagen nachzuprüfen. Vor dem Kneten sehr, sehr rau und viele, viele Pickelchen drauf. Nach dem Kneten hier auf der Seite ultra glatt, das muss spiegelglatt sein und dann funktioniert das sehr, sehr schön. Und dann seht ihr hier, nehmt ihr euch den ganzen Dreck noch runter. Die Seite haben wir, gehen wir nochmal auf die Mitte rauf. Auch hier den Clay Bowl oder das Clay Kit einfach abspülen und dann geht ihr hier einfach drüber. Ihr könnt auch von oben nach unten arbeiten. Wichtig ist nur da arbeiten, wo auch Clay Loop drauf ist. Jetzt gehen wir hier unten noch lang. Riecht so ein bisschen nach Pfirsich, richtig, richtig schön. Und damit hätten wir jetzt einfach, wenn wir hier drüben nochmal mit rüber gehen, das hatten wir aber vorhin schon mitgemacht, aber ich nehme mal eine ganz schnelle Runde, hätten wir eigentlich schon die Motorhaube vollständig geknetet. Jetzt geht ihr einfach mal hier komplett mit der Hand drüber und fühlt mal, wo sind noch kleine Verschmutzungen, wo sind noch kleine Punkte, die sich jetzt nicht lösen lassen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist die Haube perfekt vorbereitet, komplett sauber und fertig im Anschluss von der Politur. So einfach geht's. Wenn ihr dann komplett fertig seid mit Kneten, könnt ihr auch immer Teilbereiche erstmal mit dem Hochdruckreiniger wieder abspülen. Und ich hoffe, es ist auf der Kamera schon gut sichtbar. Es gibt gleich auch nochmal eine Detailaufnahme. Seht ihr, wie der Wasserfilm da aufreißt, als wäre eine kleine Lackversiegelung drauf. Das liegt einfach daran, dass der Lack jetzt komplett frei
von Verschmutzung ist. Schaut mal, wie das perfekt zusammenläuft und auch hier nochmal aus der Nähe. Das ist wirklich der absolut nackte, saubere Lack. Da ist nichts an Schutz drauf, gar nichts. Und schaut mal, da habt ihr sogar schon ein richtig schönes Beading und auch Sheeting für eine komplett unbehandelte Oberfläche. Und das ist unpoliert. Also da sieht man mal, wie krass so eine Knete wirklich diese ganzen Verunreinigungen auch aus den tieferen Lackbereichen da rauszieht. Das ist wirklich absoluter Hammer. Hier habe ich nochmal einen Teilbereich freigelassen. Da sieht man das auch nochmal schön. Da ist ein dichter Wasserfilm und auch noch kleine Teerflecken. Aber da, wo geknetet ist oben drauf, da sieht man sofort den Unterschied. Das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Also kneten wirklich easy, einfach mit den passenden Werkzeugen. Probiert es gerne aus, bei Fragen jederzeit erreichbar. Mehr muss man zum Kneten gar nicht sagen. Ihr findet alle Sachen unten in der Videobox. Alle Infos, die ihr noch braucht oder wenn ihr Fragen habt, schreibt einfach unten in die Kommentare oder nutzt die WhatsApp-Nummer, ganz klar, blenden wir euch ein. Und das ist so für mich meine absolute Traumkombo. Kleiner Tipp noch, ihr könnt, wenn ihr das Teil nutzt oder auch den Sonax Claybowl, euch auch einen Clayloop anmischen. Und jetzt zuhören, 50 ml Shampoo auf 1 Liter Wasser in eine normale Sprühflasche und das hält dieses Claykit hier problemlos aus und damit könnt ihr auch ein bisschen Geld sparen. Aber ich muss sagen, so eine Flasche Slippy, das macht es jetzt auch nicht fett. So, und damit sind wir zum nächsten Thema hier an der SB-Box. Thema Scheibe. Wenn ihr das Fahrzeug gereinigt habt, merkt ihr aber immer noch, vor allen Dingen jetzt bei dem Auto, was 5 Jahre nicht gereinigt wurde, die Scheibe ist super rau. Und wir können hier das Ganze mit Knete behandeln, aber ich muss ganz klar sagen, auf Glas nehmen wir eine Glaspolitur. Das können wir auch an der SB-Box machen. Ihr könnt das auch zu Hause machen. Wichtig ist halt nur, wenn ihr dann das Ganze abspült, dass ihr das vielleicht mit einem nassen Tuch oder so runterwischt und nicht hier im Vorgarten dann das alles auf den Boden spült. Ganz, ganz wichtig. Deswegen einfach hier Glaspolitur schnappen. Das ist von Soft 99 das Glaco Glass Compound. Das ist auch schon ein bisschen älter. Ihr seht, hier ist noch alte Politur drin, ist aber kein Problem. Ich mache das gerne auf einer leicht feuchten Oberfläche. Damit wird die Politur wieder so angefeuchtet. Wir nehmen uns ein bisschen Restwasser und dann reiben wir hier einfach, indem wir uns ein bisschen Politur rausdrücken, reiben wir einfach die Scheibe mal komplett ab. Das ist auf der Heckscheibe sehr, sehr cool, vor allen Dingen, wenn man hier so graue Kanten hat. Das kennt ihr auch, diese Ecken, die dann richtig sich grau einfärben. Wichtig ist, dass er nicht auf den Lack raufkommt. Aber das sollte mit ein bisschen Kontrolle gut funktionieren. Versucht so weit wie möglich hier oben reinzukommen in diese Ecken. Dasselbe machen wir auf der anderen Seite. Wichtig ist, dass ihr ein bisschen Feuchtigkeit habt. Das funktioniert damit deutlich besser, wie ich finde. Und dann mit gutem, stolzen Druck hier einfach mal drüber reiben. Und beim Abstrahlen merkt ihr dann auch, wie das Ganze komplett ein dichter Wasserfilm ist, weil die Scheibe halt richtig schön sauber geworden ist. Also einfach hier komplett drüber gehen. Das kann auch leicht antrocknen, ist kein Problem. Das Wasser vom Hochdruckreiniger im Anschluss löst dann die Politurreste komplett an. Gehen wir nochmal zur Frontscheibe. Hier seht ihr das auch auf der Frontscheibe. Das geht super einfach. Haltet euch ein bisschen am Auto fest, weil sonst wird es mit dem Balancieren schwieriger. Nicht die ganze Zeit hier drauf drücken, sonst habt ihr so viel Politur drauf. Es reicht auch, wenn ihr das nur bis zum Scheibenwischer macht. Ihr könnt aber die Scheibenwischer auch hochmachen. Perfekte Vorbereitung auch für eine Glasversiegelung, müsst ihr aber nicht machen. Aber ich wollte euch trotzdem diesen Reinigungsprozess mit zeigen. Damit könnt ihr ideal Insektenreste lösen. Und hier machen wir einen langen Arm. So. Und richtig schön das Ganze mit Kraft verteilen. Ihr könnt das auch so in kreisenden Bewegungen machen. Da kann das Auto auch ein bisschen schwingen. Hauptsache die Alarmanlage geht nicht an. So. Andere Seite noch. Jetzt mal mit links hier. Soft 99 sagt zwar selber, trockene Scheibe funktioniert das auch gut, aber ich muss echt sagen, wenn hier so ein leichter Feuchtigkeitsfilm drauf ist, so ein paar Tröpfchen, gleitet das besser und arbeitet für mich auch besser. Das ist eine reine Erfahrungssache, könnt es auch gerne mal trocken probieren, aber somit arbeitet es für mich sehr, sehr schön. So. Und dasselbe geht natürlich auf der Seitenscheibe, da gehen wir jetzt hin. Auch hier drücken wir uns ein bisschen was rauf. Wir haben ja schon viel, viel jetzt in diesem Pad drin, in diesem Filzpad. Also ihr müsst euch nicht hier die gesamte Tube leer drücken. So, und dann schön hier drüber gehen. Und das ist auch dann ideal, wie gesagt, wenn ihr da eine Glasversiegelung im Anschluss drauf machen wollt. Darauf achten, schön die Ränder mitnehmen und so machen wir das mit allen Scheiben und dann strahlen wir den Rest der Politur einfach ab.
Ihr habt gesehen, das geht eigentlich ziemlich einfach und das kann man auch mal schnell an der SB-Box machen. Kann man ja auch auf einen anderen Tag legen, läuft ja nicht weg. Man muss ja nicht alles an einem Tag hier komplett das Komplettprogramm durchziehen. Scheibe ist jetzt wirklich super spiegelglatt. Das Wasser klebt hier richtig auf der Oberfläche. Aber wenn man den Wasserfilm etwas dünner macht, seht ihr hier, Julius kann ja mal ranfilmen, seht ihr hier, das Wasser so richtig aufreißt, weil die Scheibe so super glatt ist und jetzt auch so eine leichte hydrophobe Eigenschaft hier schon aufweist. Also perfekt vorbereitet, nur noch entfetten und dann Glasversiegelung drauf. Sehr, sehr schön, kann man im Anschluss trocknen, Glasreiniger drauf, fertig. Aber jetzt haben wir eine spiegelglatte und deswegen fasse ich auch so drauf. Spiegelglatt, absolut top. So muss es sein. Und damit sehen wir uns beim nächsten Teil wieder. Wir werden natürlich noch das ganze Thema Innenraum anschauen, auch die Details nochmal. Und sowas sollte man auf jeden Fall immer zu Hause haben, weil es nicht nur für die Vorbereitung gut ist, sondern auch für das Entfernen von Glasversiegelung. Wenn welche drauf gewesen wäre, wäre es jetzt auch runter gewesen, die Reste. Und damit ist es einfach so ein Werkzeug oder so ein Hilfsmittel, was man definitiv mit in seinem Detailing-Inventar haben sollte. Und ihr seht schon, heute ist das dran, was in den Bildern eigentlich so am meisten mit aufgefallen ist. Neben Dach und Motorhaube, die ja komplett vollgekrustet waren, schauen wir uns heute mal den Bereich an. Hier diese ganzen Abläufe und auch hier den Rückseitenbereich sozusagen von der Heckklappe. Und deswegen legen wir jetzt direkt los. Was brauchen wir? Kommen wir direkt zu den Produkten. Ich habe eine Sprühflasche voll gemacht, ungefähr 500 ml Wasser. Das reicht auch zu hier für diese ganzen Außenbereiche zum Einsprühen. Wir mischen uns das Ganze mit APC an. Dazu mal Markenvielfalt, ein bisschen hier was von Shiny Garage mitgebracht. Es kommen natürlich auch noch ganz andere Marken hier mit in die Videos rein. Wir haben noch so viel vor mit dem Teil hier. Pinsel habe ich noch mitgebracht, Handschuh, weil wir wollen uns den ganzen Siff natürlich nicht auf die Hände schmieren. Und wir müssen noch diese Wespennester entfernen, vielleicht als biologisches Andenken für die Zukunft. Und ich habe noch ein paar Tücher mitgebracht, alle in weiß, aber auch hier ein paar Schmutztücher dabei, die schon rosa eingefärbt sind, mal mit einem roten Tuch gewaschen, ihr kennt's. Und das zeigt uns natürlich nochmal die massive Verschmutzung. Ihr könnt natürlich jede Farbe nehmen, die ihr möchtet. Nehmt einfach ein paar Schmutztücher, die ihr dafür schon aussortiert habt. Also, jetzt geht's los. Wahnsinn. Viel Spaß. Ja, der Shiny Garage APC, ich finde, der eignet sich dafür eigentlich ganz gut, weil wir hier wirklich einen kraftvollen Reiniger haben, der aber auch nicht zu stark alkalisch ist, wie ich finde. Und das ist eigentlich eine schöne Sache. Ungefähr 100 ml auf 500 ml Wasser könnt ihr machen. Das hat dann eine sehr, sehr starke Mischung. Aber ich glaube, hier, wenn wir das ein bisschen einweichen lassen und mit dem Pinsel unterstützen, reichen uns hier 50 ml oder 50 bis 60, so in die Richtung. Ich mache mal 60 ml. Schöne Ablage hier. Und da können wir das eigentlich sehr gut schon dafür nutzen. Wenn ihr merkt, okay, ich brauche doch ein bisschen mehr, dann könnt ihr auch einfach noch was nachdosieren. So, dann geben wir uns hier rein. Zack. Und schon können wir das wieder zur Seite stellen und das Ganze ist schon einsatzbereit zum Einsprühen. Also achtet einfach ein bisschen drauf, wenn ihr hier arbeitet, dass es nicht massiv alles nach unten tropft. Das liegt aber an euch, wie viel ihr hier einfach raufsprüht. Also da nicht das alles hier mit komplett Reiniger tränken, sondern einfach nur Oberflächen benetzen. Und dann versuchen wir mal hier mit einem Tuch die Verschmutzung zu lösen. Fangen wir erstmal oben an. So, ihr schaut mir jetzt hier so ein bisschen über die Schulter und ihr seht schon, der Dreck hält sich meiner Meinung nach echt in Grenzen. Trotzdem ziehe ich mir auf jeden Fall hier Handschuhe an, weil man muss sich ja nicht alles hier auf die Haut schmieren. Das ist ja ganz klar. Wir brauchen das ja dann auch für die Bereiche hier im unteren Teil dann genauso. Also ziehen wir von Anfang an Handschuhe an. Muss einfach nicht sein. So, jetzt stellen wir mal hier die Sprühflasche auf einen schönen Spray ein. Und jetzt kann man hier sicher schon ein Tuch dazu schnappen. Und wir gehen einfach mal die Bereiche alle ab. Ich mache das immer so, ich sprühe das gleichmäßig ein. Aber so, dass nichts nach unten tropft. Das kann hier an dieser Oberfläche leicht nach unten laufen. Ihr seht hier, das tropft dann auch hier unten ab in die Ablaufrinne. Also das reicht völlig aus. Kann auch auf den Kunststoff mit drauf gehen. Wenn das hier auf diesen innerliegenden Teil drauf kommt, kein Problem. Und wenn es auf die Scheibe rauf kommt, auch kein Akt. Da machen wir so und so nochmal im Anschluss eine Glasreinigung. Man kann die anderen Teile im unteren Bereich, das mache ich jetzt auch schon, ein bisschen mit einsprühen. Dann kann das nämlich alles schon einwirken und Chemie braucht einfach seine Einwirkzeit, deswegen gehen wir hier mit drüber. So, ich würde vielleicht mal eine Minute einwirken lassen, zwei Minuten und dann können wir eigentlich schon gucken. Deswegen hier der Schulterblick über meine Schulter, nehmen wir uns mal ein Tuch und versuchen das jetzt hier einfach mal komplett zu lösen. Ihr könnt das jetzt ja auch gerne pinseln, das machen wir im unteren Bereich, aber hier oben, ihr seht ja hier, das lässt sich alles mit dem Tuch schon schön rauslösen. Auch hier diese ganzen Bereiche einfach einmal grob abwischen. Da, wo es ein bisschen fester sitzt, da können wir auch noch mal schauen, dass wir eine zweite Runde machen. Aber ich glaube, das macht der APC sehr, sehr gut. Und dafür ist halt so ein APC auch da. Je nach Konzentration, je nachdem, wie ihr euch das anmischt, arbeitet das sehr, sehr zuverlässig.
auch hier. Das können wir alles mal mitnehmen. Deswegen hat man immer so ein paar Schmutztücher da, auch wenn die bei mir jetzt alle weiß sind. Schmutztücher in weiß ist natürlich hier absolut Premium. So, diese kleinen Bienennester hier oder Wespennester hier. Ach, die kommen jetzt weg. Genauso auch hier. Da hat sich das Tierreich komplett hier eine häusliche Einrichtung gemacht. So. Und ihr seht, guckt mal, das geht so schön weg. Da kann man einfach mal mit einem Tuch drüber gehen. Und man sieht jetzt schon hier, der Unterschied ist ganz, ganz deutlich. Also das funktioniert echt gut und zuverlässig. Das Schöne ist in diesem APC, man muss den auch nicht mit Wasser nochmal abspülen, weil man geht hier einfach nochmal mit einem zweiten Tuch dann drüber. Das ist jetzt sozusagen erstmal unser Schmutzsammeltuch hier, ganz klar. Seht mal hier, was hier für ein Dreck drinsteckt. Ne? Auch gut nochmal, dass ich für euch ein weißes Tuch da mitnehme, damit wir das besser sehen können. So, auch hier alle Bereiche mal abarbeiten, alles mitnehmen, auch nochmal die Außenkanten. Wenn da noch ein bisschen Schmutz ist, der etwas festsitzt, kann man auch nochmal mit dem Pinsel nachhelfen. Aber erstmal würde ich die groben Rückstände mit einem Tuch wegnehmen, was geht, weil wenn ihr das sofort pinselt, dann fliegt euch natürlich der ganze Dreck auch hier überall durch die Gegend, wenn ihr da nicht aufpasst. Und deswegen erstmal die groben Rückstände alle mit einem Tuch aufnehmen. Das ist jetzt im Fall zu meiner Taktik. Ihr könnt das am Ende dann machen, wie ihr das in Erfahrung bringt. Einfach austesten. So, jetzt haben wir so ein paar Schmutzbereiche, wie zum Beispiel hier oben dazwischen. Man kann das natürlich auch alles abbauen, könnt ihr gerne machen. Auch hier die Bereiche, hier an diesem Verbindungsteil. Und da, ich lege jetzt die Tücher einfach hier auf die Kofferraumwanne, weil die eh verschmutzt ist. Da sprühe ich mir einfach noch ein bisschen was rein. Hier oben ist gut. Hier oben noch hin, da in die Ecke, hier hin. Sprühe auf den Pinsel. Jetzt können wir die Stellen einfach noch mal ein bisschen nacharbeiten. Das ist jetzt wirklich so für die Details, ne? Ihr seht auch, hier drückt es gleich den dreckigen Schaum raus. Und da geht mir jetzt einfach nochmal die Bereiche ab, wo das Tuch einfach nicht so schön hinkam. Hier diese Lackkanten. Hier auch nochmal mit dahinter. So, das sieht gut aus. Hier ist alles sauber, hier ist alles sauber. Hier haben wir noch, hier kann ich mal mit dem Tuch drüber wischen. Jetzt gehen wir die Stellen einfach nochmal ab. Also das sind wirklich die Detailarbeiten und hier erkennt man dann, ob derjenige, der die Reinigung durchgeführt hat, auch noch ein bisschen in die Details geschaut hat oder ob halt einfach nur praktisch der Außenbereich gemacht wurde, weil das sind so Stellen, die auch vom Aufwand her ein bisschen mehr Zeit benötigen und da merkt man dann doch schon, wie aufwendig so eine Reinigung war. Und deswegen, wenn ihr so Tücher habt, so von Keramikversiegelung auspolieren oder Wachstücher, die jetzt nicht mehr richtig flauschig weich werden oder so, schmeißt das nicht weg, nutzt es immer noch mal als so Schmutztücher oder für solche Bereiche, da ist das ideal. Jetzt gehen wir hier unten noch mal lang. So, perfekt. Das hatten wir ja schon mit eingesprüht hier oben. Jetzt einfach noch mal eine zweite Runde. Ihr seht, ich bin hier schon mit dem Tuch ein bisschen drauf gekommen, hat es sogar schon weggewischt. Hier sieht man auch noch mal, wie der APC das Ganze auch anlöst hier. Aber auch hier hinten bei diesem grünen Bereich, da sieht man ganz deutlich, es braucht auf jeden Fall mechanische Unterstützung. Hier können wir jetzt deutlich mehr aufsprühen, ist ja auch viel mehr Verschmutzung drin, weil wir hier natürlich auch mit Pinsel arbeiten und da kann auch ein bisschen was nach unten laufen, weil hier zum Beispiel sieht man, wo das Ganze hinläuft und da ist das alles hier komplett verdreckt. Also da auf jeden Fall ist der Pinsel nötig. So, und ihr seht schon hier, wie der Pinsel arbeitet. Der löst erstmal die Verschmutzung mechanisch noch mit an. Es kann bei so einem Verschmutzungszustand auch mal durchaus sein, dass ihr eine zweite Runde machen müsst. Weil das schon wirklich sehr, sehr stark ist, ich finde, oder sagen wir mal, sehr, sehr viel Dreck, der hier drin hängt. Schön ist auch, dass der Pinsel hier komplett mit Kunststoff ummantelt ist. Das heißt, ihr könnt auch mal hier irgendwo anstoßen, ohne dass er euch da massive Schäden macht. Ich hoffe, das geht so, dass ihr das alles gut erkennen könnt. Ist gar nicht so einfach hier. Reinigen und filmen gleichzeitig. Probiert es gerne mal aus. Boah,
Boah, hier kommt ein Schmodder. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal eine zweite Runde machen. Schaut mal hier. Also erstmal genauso wie mit dem Tuch gerade alles schön anlösen. Groben Schmutz lösen. Der muss auch noch nicht sofort von der Oberfläche jetzt runtergeschoben werden. Wichtig ist erstmal, dass er dann besser sich abspülen lässt. So, auch hier. Jetzt lösen wir auch mal hier den Ablauf. Wir schauen mal, wie viel hier drin steckt. Schaut mal, hier ist richtig Erde drin. So. Das ist jetzt erstmal soweit alles angelöst. Seht hier oben lang, hier in diesen kleinen Ecken. Zwischendurch Pinsel auch mal ausspülen, ganz klar. Also das ist wirklich so eine Fleißarbeit. Und bedarf einfach ein paar Minuten. Ich will es aber eigentlich so wenig wie möglich für euch schneiden, damit ihr auch die genauen Schritte seht. Weil das ist hier Arbeit. Alles schön zurechtschneiden in so einem Video. Alles auf 2 Minuten runterkürzen, kann man machen. Aber man soll ja auch mal ganz klar sehen, was das hier für Dreckansammlungen sind und dass das auch seine Zeit dauert. Aber was man auch ganz klar sagen muss, wenn das einmal schön gemacht ist hier, wie ich finde, dann hält das auch wieder eine ganze Weile. Also der Schmutz ist ja wirklich hier über Jahre angesammelt worden. Und deswegen hier alles rausreinigen. Jetzt habt ihr 2 Möglichkeiten. Entweder ihr spült den Schmutz jetzt runter und lasst ihn über die Abläufe rauslaufen. Oder nehmt das alles mit einem Tuch auf. Ich glaube, wenn ihr das alles jetzt mit einem Tuch aufnehmt, was hier an Dreck drin steckt, dann sind die Tücher komplett schwarz. Ich würde es einfach mal über die Abläufe regeln, damit die auch ein bisschen freigespült werden. Deswegen nehmen wir uns jetzt eine Sprühflasche nur mit Wasser und spülen erstmal hier diese ganzen Bereiche ab. Weil mit einem Hochdruckreiniger würde ich hier nicht unbedingt reinhalten. Das wird schwierig, da trefft auf jeden Fall auch den Innenraum. Das würde ich euch nicht empfehlen. Deswegen holen wir uns eine Sprühflasche ran oder einen Drucksprüher mit Wasser zum Abspülen. Weil hier auch der Pinsel, der hat es verdient. Da ist richtiger Dreck drin. Und jetzt sieht man auch hier, dass die Abläufe wieder gut funktionieren. Das läuft alles sauber ab, läuft unten am Auto raus. Wer jetzt denkt, okay, das läuft ja hier hinterm Scheinwerfer lang. Nee, das geht hinterm Scheinwerfer unten raus. Und da spült es wenigstens auch mal richtig schön jetzt die Abläufe. Und man sieht auch schön, es staut sich nichts an, also die sind auch frei. Und jetzt kann man hier wirklich das erstmal in Ruhe alles komplett wegspülen. Das ist so die Möglichkeit. Ihr könnt es aber auf der anderen Seite mit dem Tuch aufnehmen. Spülen wir hier oben das noch frei. Wenn man es ein bisschen geschickt macht, dann sprüht man sich auch den Dreck nicht auf den Außenbereich. Und wenn, dann spült man den einfach mal mit ab. So, jetzt haben wir den ersten groben Rückstand hier schon runter. Hier dahinter, das heißt hier, wo mein Finger jetzt durchschaut, hier, da haben wir auch noch viel Schmutz sitzen. Das müssen wir dann von der anderen Seite sozusagen von oben reinigen. Ist aber gar nicht so einfach zu filmen, aber ich erwähne es mit, bitte nicht vergessen. So, jetzt haben wir das freigespült und ganz klar zu sehen, schon ein deutlicher Unterschied. Jetzt können wir auf jeden Fall das Tuch nutzen und hier oben anfangen und die Bereiche mit dem Tuch nachwischen, weil wir haben jetzt viel Feuchtigkeit hier drauf. Hier seht ihr immer noch, das ist trotzdem noch viel, viel Schmutz an den einzelnen Stellen. Aber wir haben erstmal die groben Rückstände. Wenn ich mir den ganzen Siffschaum jetzt hier ins Tuch reinziehe, da brauche ich ja 5, 6 Tücher. Und deswegen spüle ich das einfach lieber ab. Jetzt können wir auch hier den Bereich der Rückleuchte nochmal mit reinigen. Und so ist jetzt der ganze Bereich erstmal grob vom Schmutz befreit. Also das funktioniert auf jeden Fall gut. Aber man sieht auch hier, wie viel Dreck hier insgesamt noch in den ganzen Zwischenräumen ist. Also alles genau kontrollieren. Jetzt gehen wir noch auf die andere Seite. Und wenn ihr noch ein paar Stellen findet, dann einfach nochmal mit dem Pinsel nacharbeiten und abwischen. Perfekt. Die Methode hier mit dem Abspülen hat mir eigentlich so gut gefallen und spart mir so ein bisschen dreckige Tücher, dass ich das jetzt hier einfach nochmal mache. Ich fange hier auf der Seite an, spüle das hier rüber, damit es nicht nochmal auf die linke Seite läuft. Auch die Unterseite hier von der Heckklappe. Da spült es nämlich auch unten den Ablauf frei und das ist mir wichtiger. Und ich spare mir halt Haufen verschmutzte Tücher. Und deswegen machen wir das auch so.
Man hört es auch unten plätschern. Also das funktioniert hier, die Abläufe alles freispülen. Und wenn ihr jetzt so Stellen habt, wie hier oben an der Kante, wo man einfach noch Rückstände findet, dann kann man hier einfach noch mal mit dem Pinsel nacharbeiten. Auch die Dichtung mal ein bisschen bewegen. Man kommt halt mit dem Pinsel zwar an vieles ran, aber hier so in die Richtung rum, müsst ihr vielleicht eine kleine Bürste oder sowas nehmen. So, jetzt bürsten wir das nochmal ab, denn hier waren so ein paar Bereiche, die etwas hartnäckiger waren. So. So, jetzt haben wir das eigentlich geschafft. Wichtig ist auch hier Pinsel ausspülen. Das mache ich jetzt mal neben der Kamera. Jetzt spülen wir das einfach nochmal runter. So, und das meine ich, hier kann natürlich auch ein bisschen Schmutz außen lang gehen. Also ihr könnt diese Art von Reinigung auch erst machen und dann die Außenreinigung, wie ihr wollt. So, hier kommt echt viel, viel Dreck noch raus. Mal richtig freispülen. So, auch hier nehmen wir uns wieder ein Tuch. Unten pieselt das Auto den ganzen Dreck raus. So, und jetzt hier alle Zwischenräume abgehen. Schaut mal, was hier an Dreck noch steckt. Also das ist eine Sache, da muss man sich wirklich ein bisschen Zeit nehmen, wenn man das gründlich machen möchte, damit das einfach wieder ordentlich aussieht. Und deswegen auch mal hier ganz klipp und klar im Video gesagt und gezeigt, das ist keine Sache von 2 Minuten, wenn es jetzt in dem Zustand ist, ganz klar. Ne? So, und jetzt sieht das doch schon echt gut aus. Wir haben hier noch so ein paar Bereiche. Hier ist auch viel, hier ist so wie so eine Art dunkle Teerspritze. Alles nochmal nachkontrollieren, schauen, ob irgendwo was nachläuft. Und jetzt muss ich hier hinten praktisch noch den Bereich oben reinigen. Und jetzt gehen wir hier hinten noch lang und dann haben wir das Ganze hier eigentlich in dem Bereich schon abgeschlossen. Von der Dachkante aus habe ich das jetzt schon gut sauber bekommen. Und wenn wir jetzt mal die Klappe ein bisschen nach unten machen, dann kommen wir auch hier hinten unten noch an diese Bereiche ran, wo das einfach zu schmal war. Also da ein bisschen kreativ sein. Und jetzt ist das alles hier oben wieder sauber. Perfekt, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Hier ist noch eine leichte Feuchtigkeitslaufnase. Einfach nochmal nachkontrollieren. Kann immer noch mal was rauslaufen, kennt ihr ja nach der Wäsche. Und jetzt sieht er gut aus. Also deutlich, deutlich besser. Die Abläufe sind auch wieder frei. Ob ihr jetzt so krass seid und die ganzen Rückleuchten noch demontiert, müsst ihr selber entscheiden. Aber insgesamt sieht das jetzt wirklich wieder sehr, sehr schön aus. Abläufe frei, das ist sauber, hier oben. Wenn ihr nochmal später was entdeckt, geht einfach mit dem Tuch nochmal drüber. Es kann immer nochmal irgendwo was rauslaufen oder was auch raustropfen, was auch immer. Wichtig ist natürlich, dass es jetzt wieder weiß ist hier und schön sauber. Und wenn doch nochmal was rausgetropft ist hier an Verschmutzung, einfach nochmal abspülen. Ist ja bloß loser Schmutz und jetzt sieht das gut aus. Die Sache haben wir jetzt auch erledigt und das war wirklich einer der markanten Punkte an diesem Fahrzeug. Wenn man die Heckklappe aufgemacht hat, hat uns hier dieses grüne Moosbiotop angeschaut, inklusive Wespennest und deswegen, so muss es sein. Alles wieder schön, Schwarz-Weiß-Ton, alles wieder sauber. Ich denke mal, so die ganze Aktion, wenn ihr das jetzt ohne Kamera macht, dann habt ihr auf jeden Fall das Ganze so in 20 Minuten vielleicht, müsste das eigentlich geschafft sein. Sprühflasche dazu, Pinsel dazu, vielleicht noch eine kleine Bürste, wenn ihr da was habt, weil man ein bisschen so in die Ecken noch weiter reinkommt. Es gibt da viele, viele Werkzeuge, ich verlinke euch unten ein bisschen was. Schutzhandschuhe nicht vergessen, auch wenn ich hier so ein bisschen Überkopf arbeite, vielleicht eine Brille für die Zukunft, auch nochmal als kleiner Tipp. Dann ein APC dazu, mit dieser kleinen Messkappe drauf, ist jetzt fast bei allen Produkten bei mir drauf, wenn ich das in Einsatz nehme, weil dieses Dosieren mit dem Becher, das geht mir halt tierisch auf den Nerv. Also deswegen zeige ich euch die Kappe auch immer so oft, weil das ist ein Gimmick für ein paar Euro und für mich ist das eine Ultra-Erleichterung. Auch an der SB-Box zum Beispiel, wenn ihr dann Shampoo abfüllt oder irgendwas oder einen Vorreiniger, das da ständig in diesen Messbecher zu machen und dann musst du den Messbecher wieder in den Kofferraum machen, wenn du das nicht machst, fliegt er durch die SB-Box durch. Alles schon gehabt, der Wind nimmt alles mit, was nicht schwer genug ist und deswegen mein Tipp, hier diese Kappe. Ich glaube, wir haben 5 oder 6 Tücher, was das jetzt ist, hier gebraucht.
reicht eigentlich auch in dem Punkt, weil wir kommen wunderbar rum. Alle Bereiche sauber, auch die Kante hier hinten, unten, da müsst ihr ein bisschen so von hinten dann reinschauen, von oben hier, da auf jeden Fall nochmal mit kontrollieren. Und dann habt ihr das eigentlich wunderbar hier gelöst. Abläufe sind wieder frei, haben wir auch gut getestet, läuft alles schön nach unten ab. Und jetzt kann man hier mal nachkontrollieren, ob man hier vielleicht die Stellen nochmal ein bisschen nachfettet oder so. Das kann man zum Beispiel auch noch mitmachen. Aber insgesamt, im Gegensatz zu vorher, Leute, so muss es eigentlich aussehen. Heute mal etwas aus der Off-Stimme. Heute schauen wir uns mal im Citroën-Projekt sozusagen die Innenseiten der Türen an. Und da sieht es echt heftig aus. Kleiner Hinweis vorweg, mein Tongerät hat an dem Tag ein bisschen gesponnen. Deswegen werde ich das für euch ein bisschen nachvertonen und ein bisschen kompakter gestalten. Vielleicht auch mal eine Möglichkeit für euch ein Video zu drehen. Schreibt es mir gerne unten rein, ob das für euch auch mal okay ist. Denn ich habe an dem Tag mal den Plastic Cleaner von Sonax getestet, hier aus der Profiline für den Innenraum. Und ihr seht hier oben schon diese ganzen Flecken. Das ist viel, viel Staub dabei, viel, viel Regenflecken, was da drin ist. Und da habe ich das Scrub Pad mitgenommen. Einfach ein paar Tropfen oder hier zwei, drei Bahnen auf das Pad drauf machen. Wichtig ist, dass nichts nach unten läuft. Das soll ja hier keine Sauerei werden. Und deswegen gehen wir jetzt einfach mal drüber. Und das ist unlackierter Kunststoff. Geht sehr, sehr gut. Ihr habt die Reinigungsleistung vom Reiniger plus natürlich die mechanische Kraft hier vom Pad. Und das geht sehr, sehr schön. Und im Anschluss natürlich großflächig verarbeitet. Ich habe auch das Ganze mal 50-50 abgetrennt, damit wir da einen schönen Unterschied sehen. Und dann einfach mit einem sauberen Mikrofasertuch mal die überschüssigen Reinigerreste und Schmutzrückstände einfach aufgenommen. Das Produkt lüftet auch sehr schön gleichmäßig ab. Das finde ich sehr, sehr cool. Das heißt, wenn ihr über die ganze Oberfläche rüber geht, seht ihr auch hier, das geht sehr, sehr schön und ist super gleichmäßig gereinigt. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Im Anschluss natürlich auch nochmal die andere Seite, komplett damit behandelt. Scrub Pad sah dementsprechend auch richtig schön dunkel aus. Das sehen wir auch gleich nochmal im Anschluss. Also hier alles komplett nochmal abgearbeitet. Das hier auf unlackierten Kunststoff. Wenn ihr auf Leder kommt, natürlich bitte da auch einen Lederreiniger nutzen. Und hier, das war wirklich eine echte mühsame Arbeit, weil das war sehr, sehr viel Dreck und das Pad war auch sehr, sehr braun geworden und sehr viel Dreck am Start. Ja, und da nimmt man sich einfach die Zeit und ihr seht auch nochmal die Rückstände im Pad, sehr, sehr viel Schmutz mit drin. Aber das ging im Anschluss sehr, sehr cool, wenn ihr dann einfach mit dem Tuch die Rückstände runternehmt. Ja, das Pad hat sich dann langsam schon mit Schmutz vollgesaugt, deswegen nehmen wir gerne mal die Rückseite. Auch hier habe ich wieder eine 50-50 Abtrennung gemacht, damit man einfach mal gut den Reinigungsunterschied sehen kann. Und auch hier geht man einfach vorsichtig drüber. Man nutzt das einfach wie so eine Art Bürste, aber ist natürlich deutlich schonender. Und ihr arbeitet euch einfach von Fläche zu Fläche. Kreisende Bewegung, auch links-rechts Bewegung, je nachdem, wie die Flächen von der Form her aufgebaut sind. Wichtig ist, dass ihr nicht auf irgendwelchen Leder stark reibt, ganz klar. Aber hier in dem Bereich war das alles so Kunststoff, auch Soft-Touch in dem Bereich und man sieht ganz, ganz stark, wie viel Schmutz hier drauf ist. Man sieht es auch rechts an dem Bereich, wo die Ablagen sind, die kleinen Fächer rechts, aber das werden wir uns auch gleich im Anschluss mit anschauen. Dann mit dem Tuch einfach die Rückstände runternehmen, da kann man auch die kleinen Schuhstriemen so ein bisschen beseitigen, wenn sie noch nicht im Material komplett reingekratzt sind. Hier, es lüftet so geil ab, das hätte ich nie gedacht, also sehr, sehr cool. Habe ich auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, den Plastic Cleaner, also definitiv mal anschauen. Wenn wir mal das Klebeband abziehen, sehen wir ganz, ganz deutlich den Unterschied zwischen Schmutz und sauberer Seite. Also das ist ganz, ganz gewaltig vom Unterschied. Ihr seht auch hier, dieser Mittelbereich lüftet wunderbar ab. Sehr, sehr cool. Und jetzt sehen wir mal deutlich den Unterschied. Also sehr, sehr frisch wieder auf der Seite, schön gleichmäßig. Ihr könnt im Anschluss auch eine Kunststoffpflege drauf machen. Ich habe es erstmal original gelassen. Und da sieht man auch mal, wie viel Schmutz und Staub da dran klebt. Also sehr, sehr schöner Unterschied. Und dasselbe schauen wir uns jetzt auch nochmal auf dem Bereich an, auf der rechten Seite, da wo die Schuhkratzer natürlich mit dabei sind. Auch hier bin ich nochmal drüber gegangen, selbes Prozedere mit dem Scrub Pad, schäumt auch leicht auf und dann mit dem Tuch nochmal drüber gegangen. Und da haben wir deutlich eine schönere Oberfläche jetzt, auch wenn die ganz tiefen Beschädigungen natürlich im Kunststoff drin bleiben, ganz klar. Auf der anderen Seite war es teilweise sogar noch heftiger, also auch hier richtig, richtig starke Verschmutzung. Das gleiche auch hier mit dem Scrub Pad, bisschen Reiniger drauf und dann schön über diese Oberfläche drüber gehen. Und da hat man echt gesehen, also da war sehr, sehr viel an Beschädigungen auch auf der Oberfläche von den Einstiegen, vom Einsteigen hier mit den Schuhen. Also da Leute immer ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht da permanent gegen diese Kunststoffteile reibt. Im Anschluss sah man im Pad auch wieder richtig, richtig viel Dreck drin und ihr könnt die Sache auch gerne nochmal wiederholen, wenn es beim ersten Mal nicht alles 100% sauber geworden ist, mit dem Tuch abwischen. Und da sieht man hier wunderbar den Unterschied, wie stark das so eine Reinigung sein kann und bei so einem Zustand, bei 5 Jahre lang ohne Pflege, da kann man auch mit dem Scrub Pad mal wunderbar drüber gehen. Das macht das echt sehr, sehr cool. So, hier nochmal ein richtig schöner Bereich. Ich bin der Meinung, das ist Spucke bzw. Sabber von einem Hund und deswegen auch hier gehen wir nochmal mit dem Scrub Pad
rüber. Reiben das komplett sauber. Lösen den Schmutz an. Das ist vor allen Dingen bei so Kunststoff, der so wirklich sehr, sehr stark strukturiert ist, ideal mit dem Scrubhead. Also das geht da sehr, sehr zuverlässig. So, und jetzt nehmen wir den Rest hier mit dem Tuch mal runter. Und da sind die ganzen Flecken alle zuverlässig weg. So, auch hier vorher Bild mal eingeblendet, jetzt an der Stelle deutlicher Unterschied und jetzt nachher. Also das sieht sehr, sehr schön aus. Top. Ich bin auch hier über diese Oberfläche mit drüber gegangen, dieser synthetische Stoff. Das ging einwandfrei, ohne Probleme mit dem Scrubhead. Insgesamt die Türtafel, damit jetzt im Kunststoffbereich, wieder absolut top. Ihr könnt das genauso auch hier für die Einstiege benutzen. Schauen wir uns in einem extra Video an. Oder auch für die Kunststoffstoßstangen. Hier in dem Bereich geht das auch. Auch wenn Interior draufsteht, trotzdem geht das auch in diesem Bereich sehr zuverlässig. Damit können wir uns in den nächsten Videos die nächsten Schmutzstellen anschauen. Das hier unten die Türkanten lang. Aber die Türinnentafel ist jetzt wieder wunderbar. Original, frischer Look. Wenn ihr Fragen habt zum Plastic Cleaner, gerne unten in die Kommentare rein. Sehr, sehr ergiebig. Ein Scrubpad dazu oder vielleicht einen kleinen Mikrofaserapplikator, um das zu verreiben. Tuch und fertig. Ultra schnell, sehr, sehr einfach. In diesem Video heute mal eine Stelle, die viele auch mal übersehen. Und zwar sind das die Türinnenseiten, die Außenrahmen und unter der Verkleidung. Da wird auch ganz gern mal ein bisschen Zeit eingespart. Das machen wir heute aber mal gemeinsam, weil es geht super einfach. Und deswegen, los geht's, kurz und kompakt. So, und ihr seht schon, ich habe schon ein bisschen gearbeitet am Fahrzeug. Außenreinigung haben wir auch schon gemacht. Türinnenseiten haben wir gemacht, die Stellen. Aber jetzt kommen wir mal hier zu dieser Sache. Und zwar diese Innenkanten hier, die sind komplett verschmutzt. Und vor allen Dingen im unteren Bereich, seht ihr hier, sehr, sehr viel Schmutz. Und wenn wir jetzt noch weiter runter schauen, dann seht ihr genau, was ich meine. Was wir auch gleichzeitig noch mitmachen heute, sind diese Stellen hier. Seht ihr auch? Also da ist richtig festgekrusteter Schmutz drauf. Und auch diese Stellen hier. Wir reden jetzt noch nicht vom Einstieg selber hier in dem Bereich, sondern wirklich erstmal nur diese Kante hier unten und das, was hier dazwischen ist. Auch diese Stellen werden ganz gern mal einfach ignoriert. Oder es wird so ein bisschen mit dem Tuch hier gewischt. Aber hier der innere Bereich bleibt komplett dreckig. Man kommt aber eigentlich bei vielen Autos sehr, sehr gut ran. Und das machen wir heute mal in dem Video kurz und kompakt. Super easy einfach. Und hier könnt ihr euch das Leben eigentlich ziemlich einfach machen. Und zwar mit dem Dr. Wack All-in-One Innen- und Glasreiniger. Der hat nämlich eine sehr, sehr schöne Schmutzlösekraft. Auch für so einen All-in-One-Reiniger. Und der kommt heute mal in den Härtetest. An diesen ganzen Oberflächen sprühen wir uns einfach ein bisschen was auf. Und jetzt einfach, deswegen nehme ich ein weißes Tuch hier, das zeigt ja 100% dann die Ergebnisse, die Wahrheit, die Schmutzmenge, gehe ich einfach mal über diese Rahmenflächen drüber. Und er löst sogar dieses oben, dieses komplett festgekrustete, was durch den Regen ewig festbacken konnte, durch die Wärme. Und dann sehen wir hier, der kriegt das alles sehr, sehr gut ab. Und deswegen auch nochmal der im Video mit drin, weil das eigentlich so ein Produkt ist, wer jetzt von euch sagt, ich habe keinen Bock mehr, jetzt hier einen Reiniger zu holen, weil ich versuche eigentlich mit einem Reiniger wirklich fast alles hier zu erledigen. Glas könnt ihr natürlich damit auch machen, aber bitte ein anderes Tuch nehmen, ganz klar dann. Da könnt ihr euch den echt mal anschauen, weil der ist super, super zuverlässig. Und das war jetzt noch harmlos hier unten. Jetzt gehen wir mal eine Etage runter. Und jetzt reden wir von den Bereichen hier unten. Auch da kann man das Ganze erstmal kurz einsprühen, ein bisschen einwirken lassen. Chemie kann auch mal ein paar Minuten zum Einwirken brauchen. Man sieht hier, der Dreck läuft schon schön nach unten. Und seht mal hier, wie schön er das anlöst. Also sehr schön zuverlässig. Ihr braucht kein weißes Tuch dazu nehmen, aber ich will euch ja die Verschmutzung einfach deutlicher zeigen. So, gehen wir mal hier. Fast frische Seite. Jetzt wischen wir mal hier die Teilbereiche ab. Und warum nehme ich den? Weil ich einfach noch mal testen will. Hier sind nämlich auch so ein paar Bereiche, wo so richtig schmierig das Fett von den Scharnieren und sowas mit rausgelaufen ist. Und ich werde gucken, ob der das wunderbar mit sauber bekommt. Und ich muss ganz klar sagen, das bekommt der echt richtig gut hin. Hier sieht man mal diese ganzen Schmierreste, die hier drin sind. Hier, so richtige Stücken schon. Also das macht er wirklich sehr, sehr schön. Wer jetzt sagt, okay, das ist ja bloß so ein Glasreiniger. Nee, der leistet auf jeden Fall mehr. Und wenn wir jetzt hier einfach mal über die Verschmutzung rübergehen, hier hat sich auch so ein bisschen das Glycerin von den Fettschüften von den Dichtungen ein bisschen abgesetzt hier in dem Bereich. Und das kriegt er auch weg. Also sehr, sehr schön. Jetzt hier unten natürlich die mega Schmutzkante. Und auch hier hat sich der
Schlick und Schmodder abgesetzt. Ihr könnt das auch, wenn ihr es schafft, an der SB-Box mit sauber machen. Aber ich wollte ja für euch ein paar Videos drehen und auch ein paar Produkte ausprobieren. Und solche All-in-One- oder All-Round-Reiniger, denen wird ja mal nachgesagt, dass die praktisch keine richtige Reinigungsleistung haben und dass sie das gar nicht schaffen. Aber hier, ganz, ganz deutlich zu sehen, das schafft er echt gut. So, und hier sehen wir das nochmal etwas besser im Bild. Gar nicht so einfach, noch eine saubere Stelle im Tuch zu finden bei dem ganzen Dreck, der hier drin ist. Machen wir mal so. Hier oben haben wir noch eine halbwegs frische Ecke. Und jetzt ziehen wir hier einmal das Tuch lang. Und kriegt man das Tuch am Ende noch sauber? Weiß ich gar nicht. Und geht jetzt hier einmal schön richtig lang. Hier sind ja auch die Abläufe von den Regenleitungen und so weiter, wenn was oben drauf regnet. Auch hier unten gehen wir noch mit lang. Auch hier sind die Glycerin-Fettrückstände von den Dichtungsgummis, sehen wir jetzt hier im Tuch. Also das hat der absolut top hinbekommen. Ein bisschen Rost hier an den Abläufen ist auch schon da, insgesamt, aber sehr, sehr schön. Also das kann man hier echt mal machen. Also da wieder mal Kompliment. Ich teste ja auch gerne mal sowas hier immer wieder für euch aus, weil die Reiniger müssen sich ja immer wieder beweisen. Ne? Und das ist, glaube ich, Beweis genug. Also hier ist Dreck, der runterläuft. Hier ist auch Rost schon dran. Das kriegen wir natürlich jetzt nicht weg. Hier Rost, hier ist Rost. Aber ansonsten sehr, sehr schön und halt mit einem Reiniger. Ne? Und damit super easy. Gehen wir mal hier drüben auf die Stoßstangenbereiche. So, und hier kann er auch nochmal zeigen, was er drauf hat. 5 Jahre lang keine Reinigung. Die Innenseiten machen wir nochmal extra. Sprühen wir nochmal ein bisschen ein. Hier sieht man richtig, wie der Modder angelöst wird. Ich hoffe mal, das Tuch reicht jetzt wenigstens noch für den Einstieg. Dann muss ich auf jeden Fall ein neues nutzen. Wir haben hier kaum noch saubere Bereiche, aber wir gucken mal hier auf der Außenseite. Einmal lang gewischt. Kompletten Dreck runtergenommen. Kunststoff ist wieder richtig schön klar. Und sehen wir uns nochmal hier frische Seite. Wischen wir einmal lang. Da haben wir hier den XXL-Keim und jetzt ist das Tuch wirklich dann komplett verschmutzt. Und jetzt gehen wir hier vorne nochmal lang, diese kleine Kante. So, und hier. Ist das hier schon ein Schaden? Oh, hier ist was der Heftigeres drin. Es ist, geht aber auch noch weg, aber hier ist trotzdem ein kleiner Kratzer schon. Also hier ist nochmal ein Schaden rangekommen. So, und damit Einstieg im Blechbereich sauber. Lackierte Oberfläche sauber und hier diese Kunststofffläche hier in dem Bereich auch schön sauber geworden. Hier vorne kommen wir auch noch hin, wenn wir die Tür ein bisschen schließen oder halt mit einem langen Finger hier einfach mal bis in die Ecken reingehen. Dasselbe haben wir auch hier. Haben wir auch diese Verschmutzung. Kann man den auf jeden Fall mitnutzen. Ich habe noch eine halbwegs saubere Stelle gefunden, die jetzt definitiv gleich richtig schmutzig wird. Ich bin jetzt auch beeindruckt, dass der hier diese Fettrückstände und diese ganzen Winterreste hier, die sich hier in diesen Fettstiften befinden, alles mitgelöst hat. Also sehr schön. Auch hier müsste aber dann irgendwann mal das Tuch wechseln. Aber das hat er sehr, sehr gut hinbekommen. Und das andere machen wir von der anderen Seite. So, hier haben wir genau dasselbe Problem. Auch hier sprühen wir uns das nochmal ein. Kurz anwirken lassen. Ich nehme jetzt mit Absicht weiße Tücher, damit euch das hier bewusst wird. Wenn ich jetzt ein graues Tuch nehme, dann sehen wir die Verschmutzung halt nicht so schön. Aber wie schnell man das auch wieder dann gelöst bekommt mit den guten Produkten, das ist eine ganz tolle Sache. Hier nochmal komplett weiß. Einmal vorsichtig drüber wischen. Da haben wir erstmal die groben Rückstände runter. Und jetzt gehen wir nochmal hier diese kleine Kante rein. Und alles, was an Kratzern ist, bleibt natürlich auch ein Kratzer. Aber alles, was hier sich lösen lässt, das brauchen wir, was Klebriges, geht perfekt runter. Natürlich auch noch hier an der Seite hoch und auf der anderen Seite genauso hoch. Und das meine ich hier, das könnt ihr alles problemlos damit behandeln. Kurz einwirken lassen. Und dann mit einer frischen Tuchseite einfach oben anfangen. Hier kann man auch mit dem Finger dazwischen
das so weit wie möglich nach oben hier schon mit reinigen. Ihr seht ja, was auch da für ein Dreck drin steckt. Dann hier in dem Außenbereich komme ich runter, außen, diese Kante. Hier läuft ja auch ein bisschen das Wasser runter. Hartnäckige Sachen kann man mit dem Pinsel immer nacharbeiten, aber ansonsten hier mit einem frischen Tuch jetzt einfach diese ganzen Laufnasen an Verschmutzungen komplett lösen. Und auch hier bei dem Türfang könnt ihr auch mit dem Pinsel arbeiten. Aber das müsst ihr einfach ein bisschen abhängig machen. Jeder nutzt eine andere Technik. Ein Tuch schafft da auch schon sehr, sehr viel. Und damit habt ihr das sehr schön sauber gleichmäßig. Das, was hier noch an heftigen Rückständen ist, muss man immer schauen, was es ist. Aber eigentlich geht es immer problemlos weg. Also auch das sehr einfach und schnell gemacht. Und hier findet man auch noch eine ganz spannende Stelle, ein richtiges verstecktes Detail. Vor allen Dingen halt, weil diese Eigenschaft bei wenigen Autos nur noch vorhanden ist. Mir ist eins aufgefallen. Nach dem Autowaschen gab es hier vorne so eine richtig eklige Laufnase. Richtig so gelb, Dreck und alles, was dazugehört. Gelb-brauner Schleier, der immer in so einem kleinen Strich hier an der Tür runterlief. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, hä, warum ist denn hier so eine Sammelstelle? Es ist doch eigentlich überhaupt nicht, hier ist kein Loch oder eine Vertiefung. Ja, und da guckt man einfach mal das hier an. Immer noch nicht aufgefallen. Hier ist ein kleiner Hebel. Und jetzt guckt man an, was sich hier drin versteckt. Und zwar der absolute Keim. Und warum hat man hier draußen diese elende Laufnase immer gehabt? Meine Reiniger sind hier natürlich reingeflossen, weil normales Wasser hat das nicht angelöst, aber Vorreiniger und so weiter, Shampoo, alles was dazugehört, ist hier reingelaufen, hat den Schmutz angelöst, es lief dann hier unten an der Kante lang und hier vorne war vielleicht so ein Punkt, wo das eben wird und dann lief es hier runter. Und das auf beiden Seiten. Und ja, jetzt sehen wir hier nochmal die Ursache. Hier ist ein richtiger, ich gehe mal mit dem Finger rein, hier ist richtiger festsitzender, grün-brauner Moos, Algen oder was auch immer. Hier ist alles mit dabei. Und auch hier, weil wir auch gerne mal den Test machen mit dem All-in-One, sprühen wir das Ganze mal ein. Und das Problem, was ihr hier jetzt habt, ist, dass ihr hier natürlich auch in den Innenraum reinsprüht. Das heißt, ihr müsst euch ein bisschen hier mit dem Tuch das abdecken. So mache ich das nämlich. Und kann nämlich dann problemlos hier oben reinsprühen. Kann das anlösen, ohne dass es mir hier komplett in den Innenraum nebelt. Und ich hoffe, das lässt sich jetzt gut erkennen. Hier innen alles sauber, nichts nass geworden. Und hier oben kann jetzt der Schmutz richtig schön noch angelöst werden. Jetzt kann man mit dem Pinsel das ja auch noch mal ein bisschen vorarbeiten. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich pinsel jetzt mal den Schmutz hier vor. Das kann man natürlich auch direkt mit dem Tuch machen. Aber hier kann man den Dreck richtig schön aus dieser Dichtung, das ist ja eigentlich so eine Ablaufdichtung, ist richtig schön hier rauspinseln und schaut mal, wie viel Dreck hier oben drin steckt. Also ihr könnt das auch gerne nur normal mit dem Tuch machen. Einfach mit dem Tuch hier oben dazwischen gehen und dann einfach den Schmutz komplett nach vorn schieben. Und dann seht ihr mal, was hier für ein Dreck drin ist. Also Stichwort Kanten, versteckte Stellen, sowas mit beachten, mit drauf schauen und auch mit reinigen, weil sonst habt ihr hier diesen ganzen Keim und der läuft euch ständig an der Türaußenseite dann runter. Und das sollte damit jetzt eigentlich Geschichte sein. Und der All-in-One löst das richtig schön an. Und deswegen wollte ich einfach mal für uns alle nochmal den Test machen. Hier unten kann man jetzt genauso reingehen. Ich gehe mal hier so ein bisschen einfach in diese Kante runter. Und hier sieht man schön, genau hier vorne ist dann der Übergang. Und hier wird es schon richtig eng. Da muss man schon nur noch mit dem Tuch arbeiten. Das Tuch hier so ein bisschen zwischen Scheibe und Lack und einfach jetzt komplett diese Stellen durchreinigen. Und jetzt sieht es gut aus. Jetzt sind die Kanten hier unten sauber. Hier komme ich wieder mit meinen viel zu dicken Fingern rein. So, und da seht ihr hier, das war jetzt aus der kleinen Dichtung noch rausgekommen. Und jetzt haben wir hier diese ganze untere Kante komplett sauber. Und jetzt dürfte normalerweise nicht mehr hier so ein Schmutzstreifen entstehen. Dasselbe mache ich natürlich auch auf der anderen Seite. Hier sieht man das nochmal schön. Ich wollte euch das Beispiel einfach mal zeigen. Hier diese Linie. Und ich habe mich die ganze Zeit gewundert. Hä? Wie kommt das denn genau immer an dieser Stelle? Aber das ist jetzt auf jeden Fall nachvollziehbar. Weil wenn man hier auch nochmal reinschaut, wird es natürlich genauso aussehen. Da sehen wir das mal. Und das lief halt hier runter, sammelt sich hier auf dieser Linie, weil die ist auch wie so eine Art Kanal. Es ist ultra ungünstig designt. Das heißt, der Dreck läuft nicht einfach hier runter und kann hier rauslaufen, sondern das fällt nach innen rein.
Und dann läuft der Schmutz hier vor. Und hier vorne ist die Stelle, wo es dann kippt. Und dann läuft es hier vorne so als eine richtig eklige Laufnase runter. Und ich mache das jetzt hier noch sauber. Sprühe hier wieder alles in Ruhe ein. Und dann reinige ich hier diese Stellen einfach mal mit dem Tuch nochmal nach. Also das ist wirklich sehr, sehr gut. Also der All-in-One macht das echt top. Und dann kriegt man diese Stellen auch nach 5 Jahren Nichtreinigung. Hier seht ihr schon, da geht es richtig schön sauber. Hier innen noch die Kanten, Dichtgummis und so weiter. Mache ich jetzt alles fertig. Ihr seht, das geht sehr, sehr easy. 5 Jahre, ja, und kein Wunder, dass dann hier auch der Dreck irgendwann an der Tür draußen hier so runterläuft. Ja, und das Video habe ich für euch an 2 Tagen gedreht, deswegen, falls es euch aufgefallen ist, von rot auf schwarzes T-Shirt gewechselt. Und die versteckten Stellen hier an den Fensterkanten, das wollte ich auf jeden Fall noch mit ins Video reinnehmen, weil das einfach auch mal eine Stelle ist, wo man nicht sofort hinschaut, weil man ja eigentlich gewohnt ist, die Fensterscheibe normal abzusenken. Und das ist so eine kleine Spezialität hier bei dem Fahrzeug zum Beispiel gewesen. Und jetzt erklärt sich das halt einfach auch, warum da diese elenden Drecklaufnasen sind. Ständig, du wäschst das Auto und eine Stunde später hat es so da, sah aus wie Rost am Anfang. Jetzt hat es sich auf jeden Fall geklärt. Mit dem All-in-One habt ihr halt ein Produkt, was ihr für diese ganzen Sachen nutzen könnt und natürlich auch für den Innenraum, für Glas, Kunststoff, Display. Also wer ein Produkt sucht und sagt, Sebastian, ich will mir jetzt nicht 10, 15 Sachen nach Hause holen und will einfach mal mein Fahrzeug schick machen, wer vielleicht sagen will, ich will nur ein bisschen in die Fahrzeugpflege reinschnuppern und mich jetzt nicht so komplett ausstatten für die nächsten Jahre, der kann sich auch so ein Produkt holen, was halt auch für diese Oberflächen gedacht ist. Geht auch mit APC. Problem ist bei vielen APCs oder Vorreinigern, dass ihr die halt nicht so auf Display und sowas nutzen müsst. Da müsst ihr schon wieder ein zweites Produkt kaufen. Deswegen steht auch hier drauf All-in-One. Also den könnt ihr auch für diese Sachen mal definitiv mit austesten. Und war auch wieder mal ein schöner Produkttest und auch ein Härtetest für diese Sache. Weiter geht's mit dem nächsten Thema, und zwar bei dem Fahrzeug haben wir ganz, ganz viel Kunststoff draußen. An der Außenseite unlackiert, und das gibt es bei ein paar Autos, bei manchen auch nicht. Und für diejenigen von euch, die vielleicht sowas am Fahrzeug haben, weil sie vielleicht auch einen Transporter haben und so weiter, oder vielleicht auch das Auto, gibt es heute mal ein kurzes Video, wie man diesen unlackierten Kunststoff im Außenbereich wieder ein bisschen schön machen kann. Und da brauchen wir 2 Sachen. Einmal Reinigung und Pflege bzw. Versiegelung. Und da das Fahrzeug hier nicht in den nächsten Tagen und Wochen wieder bei mir zu Gast sein wird oder kann, werden wir was drauf machen, was länger hält. Und darum habe ich mich für das GN Trim entschieden. Ihr könnt auch eine normale Kunststoffpflege drauf machen, hier von FX Protect und so weiter, von ADPL, von Sonax, Dr. Wack, alles was dazu gehört. Andreas hat euch auch schöne Videos dazu gemacht. Wir verlinken euch mal ein paar Kunststoffpflegen unten unter dem Video mit. Ich werde aber das GN Trim drauf machen, beziehungsweise richtig schon richtig Langzeitversiegelung, damit das Fahrzeug einfach möglichst lange auch was von diesem Schutz hat, weil der Besitzer halt nicht dann jeden Monat das auffrischt, und ich will natürlich eine schöne Langzeitversiegelung. Ich zeige euch noch mal kurz, was bei der Reinigung zu beachten ist, was können wir so für Tipps und Tricks da mitnehmen, und dann versiegeln wir so die einzelnen Bauteile mit GN Trim und dann werden wir das Fahrzeug irgendwann wiedersehen und schauen, wie viel davon ist denn übrig geblieben. Los geht's. Ihr seht schon hier auf der gesamten Seite unten lang hier diese kleinen Bumpers oder Designelemente, dann hier rum, vorn rum und auch hinten am Heck haben wir ganz, ganz viele Bereiche, die einfach schon ein bisschen, na, sagen wir mal, nicht ausgeblichen sind, aber schon deutlich von der Struktur so ein bisschen heller sehen. Sehen wir jetzt hier auch nochmal schön, ganz, ganz deutlich zu sehen. Also das können wir natürlich perfekt dann reinigen und auch versiegeln. Bei so einer Fahrzeugreinigung wäscht man natürlich auch mit dem Vorreiniger und dem Waschhandschuh hier über diese Oberflächen drüber, ganz klar. Ihr müsst einfach jetzt selber schauen, wie gut vorbereitet sind diese Oberflächen. Ist da jetzt nach der ganzen Reinigung und ja, Spezialreinigung im Innenraum, ist da hier außen wieder Staub raufgekommen, hat das Fahrzeug vielleicht mal wieder draußen gestanden? Das ist dann bei jedem Fahrzeug etwas anders. Deswegen mein Tipp. Wascht das Auto erst komplett, macht diese Sachen hier mit und dann, wenn ihr diese Kunststoffversiegelung auftragen wollt oder die Kunststoffpflege, dann kontrolliert einfach die Stellen nochmal nach, ist ein bisschen Staub drauf oder muss man nochmal mit dem Kunststoffreiniger drüber gehen. Wir werden heute nochmal mit einem Reiniger gezielt drüber gehen, um zu schauen, bewirkt das schon was, reinigt das nochmal wirklich diese Oberfläche pur und tief, weil dieser raue Kunststoff hier doch etwas Schmutz auch festhält, selbst bei einer normalen Wäsche. Und das werde ich euch jetzt mal zeigen. Wir werden mal eine Stelle 50-50 nochmal intensiv reinigen. Und da werdet ihr sehen, wie viel das schon ausmacht. Eine Info vorweg. Ist es mir aufgefallen, dass es für den Außenbereich gar nicht so viele Kunststoffreiniger gibt. Kunststoffpflegen alles, matt, glänzend, da gibt es alles. Kunststoffversiegelung von Sonax, von Dr. Wack und wie sie alle heißen. Alles sehr, sehr cool, aber so richtige Kunststoffreiniger, so eine Riesenauswahl gibt es da gar nicht. Und ich muss euch einen Tipp geben, ich nutze für den Außenbereich, für den Kunststoff hier, wenn ihr den so und so schon nach einer Wäsche vorgereinigt habt und hier ist jetzt bloß noch wirklich so ein festsitzender Schleier drauf, nutze ich dieselben Produkte, die ich auch innen nehme für Kunststoff, also für die Türinnenseiten und so weiter, weil das von Reinigungsleistung meistens auch hier schon vollkommen ausreicht. Ihr könnt auch hier euch eine APC-Mischung zusammenstellen oder verschiedene andere Vorreiniger nutzen. Hauptsache, die erfüllen eigentlich alle so ihren Zweck. Ich habe mal einen mitgebracht,
den ich für den Außenbereich auch sehr gerne nutze. Und deswegen seht ihr schon hier, viel habe ich in meinem Ready Interior Cleaner gar nicht mehr drin. Ich muss mal wieder hier Nachschub holen, weil den nutze ich so gern, vor allem auch im Innenraum. Und auch hier, wenn mal Außenbereich aus Kunststoff sind, nehme ich das auch sehr, sehr gern. Und ich zeige euch mal, wie ich das mache. Sprühe mir das hier so ein bisschen ein. Nicht unnötig auf den Lack sprühen, ganz klar. Lass das ein bisschen einwirken. Und jetzt nehme ich ein Werkzeug, was ich dafür super gerne in den Einsatz nehme. Und das ist das Scrub Pad. Sieht auch hier komplett weiß. Sprühe mir auch ein bisschen was rein. Dass die Fasern sich so ein bisschen vollsaugen. Und dann kann man hier, je nach Zustand auch vom Fahrzeug, kann man hier diese Stellen wunderbar mit diesem Scrub Pad einfach mal komplett reinigen. Schäumt auch leicht auf hier das Ganze. Könnt auch kreisende Bewegungen machen. Und wichtig ist jetzt auch bei diesem Test oder bei diesem Vorführen hier für euch, dass das jetzt kein Produkt ist, was schon eine Pflege oder so mit drin hat, weil das würde keinen Sinn machen. Schaut mal, wie dunkel das hier ist. Also hier steckt wirklich in dieser rauen Oberfläche steckt wirklich viel, viel Dreck und Staub drin. Und deswegen will ich das einfach euch nochmal zeigen. Ich wollte euch nicht nur das G&Trim hier nochmal zeigen und in den Langzeittest nehmen, sondern auch sowas mal mit zeigen, weil ihr werdet gleich sehen, was das für einen Unterschied macht, wenn man diese Oberfläche, schaut mal hier, was hier für ein Schmutz noch runterkommt und das Fahrzeug war und ist nicht seit meinen Videos irgendwie gefahren. Bloß mal raus hier vor die Halle, wegen Workshop-Platz machen, damit wir hier ein Fahrzeug reinstellen können. Aber ansonsten ist das Fahrzeug nicht unterwegs gewesen. Hier hat sich nichts an Schmutz draufgelegt, keinen Regen oder was auch immer, gar nichts. Und jetzt haben wir die Oberfläche einfach mal nur gereinigt. Ein bisschen Luft noch, dass das restlich ablüften kann, damit wir kein Restprodukt drauf haben. So, und jetzt schaut euch das mal an. Ich hoffe, die Kamera macht das richtig sichtbar. Wir werden mal, guckt mal, es ist jetzt schon dunkler. Ich mache mal die Helligkeit einen Tick höher. So, und jetzt, ja, das konnte schön ablüften, komplett trocken alles. Schaut euch mal an, was das bewirkt hat. Und wir haben hier keine Pflege drauf. Wir haben nur diesen rauen Kunststoff. Kann man hier den Übergang noch machen. Wir haben nur den rauen Kunststoff wieder gereinigt. Ich gehe jetzt ja auch über diese Kante nochmal drüber. Man sieht auch schön, man kann den Dreck auch gar nicht verwischen. Und selbst da, wo der Reiniger raufgelaufen ist, hat er den Dreck schon angelöst. Also absolut krass. Ich gehe auch nochmal genau hier über diese Übergänge drüber. Und das ist halt das Krasse, dass hier der Reiniger komplett schon diesen ganzen Dreck aus der Struktur rausgezogen hat. Also das wollte ich euch mal zeigen, weil das ist das, was man immer so hinter der Kamera dann mitbekommt. Aber eigentlich, das gehört mir auch wirklich als Bild festgehalten. Das sieht jetzt aus, als hätte ich hier Pflege aufgetragen. Aber es ist nur der Reiniger, der hier den Dreck entfernt hat. Ich kann das jetzt auch nochmal hier ohne Klebeband machen. Ich sprühe mir hier oben nochmal ein bisschen was hin. Und reinige mal nur auf diesem Kreis. Keine Angst, das Scrubhead ist auch nicht so stark, dass ich irgendwie den unlackierten Kunststoff kaputt mache. Also da keine Panik. So, und da oben seht ihr jetzt hier, was hier für ein richtiger Dreck oben in dieser Struktur steckt. Auch der Schaum ist so richtig grau, schmutzig. Und jetzt nehmen wir nochmal hier einfach den Reiniger runter. Seht man hier. Da sieht man schön, wie das jetzt hier weiter rüber geht. Ich glaube auch, man sieht es aus der Position noch besser. Also jetzt ist das wieder schön sauber und gepflegt. Wir haben hier einen schönen Übergang. Und so macht man das jetzt komplett fertig. Reinigt diese Oberfläche mal richtig, weil dann kann auch die Versiegelung oder eine Pflege auch wirklich 100% am Kunststoff andocken und muss sich nicht irgendwie noch mit dem Schmutz hier die Oberfläche teilen. Und darum geht's. Das macht er jetzt einmal ums Fahrzeug rum. Bei diesen großen Flächen hier ist natürlich klar, das ist alles ein bisschen aufwendiger. Aber ich wollte euch einfach mal einen Unterschied zeigen, wie viel das ausmacht, wenn man hier diesen Dreck, der hier im Material sitzt, ne? Was passiert, wenn man den halt wirklich mal richtig mit Reiniger auch aus dem Material rauszieht, aus der Oberfläche, aus dieser rauen Struktur? Weil das ist ganz wichtig, damit das Ergebnis mit der Pflege dann am Ende viel, viel besser wird.
Das macht ihr jetzt dann bei eurem Fahrzeug auch komplett fertig. Ich mache es bei dem Fahrzeug jetzt fertig. Und jetzt tragen wir vorne schon das GN Trim auf. Weil von der Anwendung her ist es eigentlich ziemlich einfach. Und wenn man hier erstmal auch Coating liest, da denkt man immer, oh, da muss man aufpassen mit Highspots, also mit Bereichen, wo zu viel Produkt zum Beispiel drauf ist. Muss ich aber ganz klar sagen, das GN Trim lässt sich eigentlich auftragen wie jede normale Kunststoffpflege. Nur, dass es halt diese sehr wässrige Konsistenz hat und kein Gel ist oder sowas, ganz klar. Hier habe ich die Tücher auch nochmal für euch anschaulich mit reingelegt, weil damit ihr es auch mal seht, das Tuch, das müsste das Tuch sein, was wir bei Philipp am Ford Fiesta genutzt haben. Ihr seht hier, das ist komplett ausgehärtet. Also es lässt sich zwar noch biegen, ihr seht es hier, aber es geht wieder in seine alte Form zurück. Das heißt hier, das ist komplett hart geworden, damit ihr das auch mal seht, dass das hier eine harte Schicht ausbildet. Aber das heißt nicht, dass das euch hier vor Steinschlägen schützt und so weiter. Das zeigt einfach nur, wie robust sich das am Ende hier auf die Oberfläche legt. Ich habe aber auch noch ein paar frische Coating-Tücher. Ihr seht hier, die sind natürlich noch komplett unbenutzt. Wir brauchen aber nur eins davon. Wieder hier auf den Applikator oder das Duelle-Tuch ein paar Tropfen drauf geben. Seht ihr, die kommen jetzt raus. Eine längliche Bahn und das reicht jetzt wirklich eine ganze Weile aus. Flasche direkt wieder schließen. Die Zeit habt ihr. Und dann geht ihr hier einfach gleichmäßig drüber. Und ihr seht, das ist wirklich sehr einfach. Und durch diesen Applikator habt ihr auch einen schönen breiten Auftragebereich. Und ihr geht jetzt einmal hier diesen Bereich ab. Und wenn ihr das so in dieser, nennen wir es mal Regenbogenbewegung macht hier, in diesem Halbkreis, geht das auch ultra schnell und einfach. Zack und fertig. Also das war's. Jetzt holt ihr euch langsam ein Tuch ran, ungefähr 250, 350 GSM, geht einmal kurz drüber und fertig. Das war's. Mehr ist es nicht. Deswegen dieses kleine, kompakte Video. Es geht nämlich sehr, sehr einfach und schnell, wie ich finde. Und ihr könnt jetzt mit dem Bereich locker noch in den anderen Stellen weiterarbeiten. So, nach ein paar Sekunden geht ihr einfach nochmal mit einem etwas dünneren Tuch drüber. Einmal, zack, fertig, problemlos. Das war's. Das mache ich jetzt mit den anderen Bauteilen genauso, weil es von der Einfachheit her wirklich super, super simpel ist von der Anwendung. Und mit dem Rest im Applikator können wir jetzt die Stellen auch genauso weiter behandeln. Und das ist einfach der Punkt, dass man das sehr, sehr einfach und gleichmäßig verteilen kann. Und damit könnt ihr auch mit diesen 8-9 Tropfen, die ihr hier reinmacht, wirklich die gesamten Bereiche auch sehr schnell und einfach versiegeln. Hier sieht man jetzt auch mal schön den Farbunterschied und deswegen ist es wichtig, das auch gleichmäßig zu machen, damit es halt einfach nicht so seltsam aussieht. Also das ist ein schöner Unterschied hier mal zwischen den beiden Bereichen. Und das mache ich jetzt soweit fertig und dann nehmen wir es in den Langzeittest und damit schauen wir mal, wie sich das GN Trim hier in den nächsten Wochen und Monaten schlägt, weil Richtung Herbst bekomme ich das Fahrzeug wieder ran. Jetzt schauen wir uns mal an, wie gut das GN Trim funktioniert. Der Kunststoff ist ja wirklich sehr, sehr rau und da muss so eine Versiegelung natürlich auch diese ganzen Unebenheiten versuchen auszugleichen und schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Und ihr seht schon, das GN Trim hat das absolut top gemacht. Das ist jetzt schon nach 48 Stunden, Leute. Ich konnte gestern nach 24 Stunden das nicht aufnehmen, aber das ist nach 48 Stunden. Ich glaube, der Effekt ist sehr, sehr deutlich sichtbar, oder? Ein absolutes Träumchen. So muss das sein. Und das gehört für mich einfach bei einer perfekten Fahrzeugpflege und auch Versiegelung dazu, dass nicht nur dann der Lack versiegelt ist, sondern auch hier diese Bereiche einfach super abperlen und auch dieser Kunststoff einfach sehr schön versiegelt ist. So muss es sein. Richtig, richtig cool, oder? Das auf diesem wirklich extrem rauen Kunststoff, das ist halt wirklich megamäßig. Also gern ausprobieren. Wichtig ist, Leute, lasst es in Ruhe aushärten. Also mindestens 24 Stunden kein Wasser aufmachen. Bei mir waren es jetzt hier 48, das ist noch besser. Aber nach 24 Stunden sollte das genauso gut schon aussehen. Also hier ein absolutes Träumchen. Ich kann gar nicht aufhören. Ich muss mir das, guck das mal an. Man kann das sogar richtig trocknen. Ich versuche mal hier richtig eine große Menge an Wasser runterspülen zu lassen. Ja, es spritzt natürlich immer wieder Neues drauf. Also sehr, sehr cool. Und das Schöne ist, wenn ihr dann das Fahrzeug auch mal reinigt mit einem größeren Wasserschwall irgendwie, könnt ihr es ja dann zu Hause auch mal mit dem Gartenschlauch nur mal ohne Druck groß abspülen. Seht ihr hier schon? Oh, ich habe es fast geschafft. So, na, fast. Also hier, seht komplett trocken wieder. Sehr, sehr cool. Traumhaftes Abhörverhalten. So muss es sein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Das war mein Video hier zur Kunststoffreinigung, Kunststoffversiegelung. Eine Sache möchte ich in dem Video heute noch betrachten. Und zwar ist das Thema Polieren. Macht es eigentlich Sinn, ein weißes Auto zu polieren?
weil der Kontrast dieser Farbe oder dieses Farbtons ist halt sowas von gering. Man sieht hier selbst bei Licht von oben bei diesen Spotlampen einfach kaum so richtig die Kratzer, Defekte. Oder wenn das Fahrzeug draußen steht, auch in der Sonne, kann man Kratzer echt schwer erkennen. Da muss man schon wirklich sehr, sehr nah rangehen und die Sonne in optimalen Winkel nehmen. Das hat Weiß einfach so an sich. Kommt auch wieder ein bisschen auf den Weißton an, wie Schneeweiß, ob das ein Uniweiß ist, wie das hier, mit Klarlack natürlich. Oder ob hier noch irgendwelche Flakes mit drin sind, also so ein Metallic-Weiß. Gibt es viele verschiedene Farben. Aber hier bei dem Fahrzeug, da muss man sich so wirklich die Frage stellen, lohnt sich es jetzt, hier wirklich eine riesengroße Politur-Aktion durchzuführen? Weil wenn wir uns mal überlegen, warum polieren wir denn ein Fahrzeug? Es gibt für mich persönlich zwei Gründe. Einmal Lackreinigung, um das Fahrzeug auf eine Versiegelung vorzubereiten. Das heißt, wir wollen ja eine Versiegelung, egal ob es jetzt eine Keramikversiegelung ist, Polymerversiegelung oder was auch immer. Bei so einem Fahrzeug würde ich die Oberfläche wenigstens mal kurz reinigen, damit wir wirklich 100% die Verbindung der Versiegelung mit dem Lack gewährleisten können. Manche Versiegelung, wie zum Beispiel eine Keramikversiegelung, braucht eigentlich wirklich eine perfekt vorbereitete Lackoberfläche. Nicht nur bei der Sauberkeit, sondern auch bei der Defektkorrektur. Das heißt, wenn wir einen sehr, sehr zerknallten Lack haben mit ganz vielen kleinen Unebenheiten drin. Lack ist ja nie 100% glatt. Unter dem Mikroskop ist das immer Berg- und Talfahrt. Aber bei einer Keramikversiegelung sollte das schon in einem guten Maße poliert sein. Und das sind genau diese zwei Punkte. Einmal Reinigung und Vorbereitung für eine Versiegelung. Und das muss am Ende der Nutzer oder der Besitzer selber entscheiden. Das kann ich ihm nicht aufzwingen. Wir haben schon ganz viele Videos gemacht zum Thema Polieren, Maschine halten, welche Pads, welche Polituren. Ich werde hier auf das Fahrzeug keine Keramikversiegelung drauf machen, weil hier soll einfach eine kleine, einfache, entspannte Versiegelung drauf, weil das Auto im Herbst sicherlich nochmal zu mir kommt und weil wir da nochmal eine Langzeitversiegelung für den Winter auftragen werden. Deswegen brauche ich jetzt was, was jetzt im Juli, Anfang Juli drehe ich das Video, was jetzt Juli, August, September, Oktober, so in die Richtung, die nächsten 4 Monate durchhält und das Auto bis dahin auf jeden Fall sauber hält. Und da brauche ich was, was einfach und easy ist. Und da nehme ich einfach mal in dem Fall, auch wenn es bis zu 6 Monate hält, das Polymer Net Shield. Das Polymer Net Shield braucht aber eigentlich keine extreme, sagen wir mal, keine extreme Vorbereitung. Trotzdem will ich an der Haube mal euch zeigen, was passiert, wenn man einen weißen Lack wieder richtig schön poliert. Kann man überhaupt das so richtig gut erkennen? Welches Licht sollte man vielleicht nutzen? Und dann mache ich das ganze Auto hier das Polymer-Net-Schild drauf. Und wie das funktioniert, zeige ich euch in diesem Video auch noch, weil das ist eigentlich ziemlich einfach und schnell erklärt. Und dann legen wir jetzt mal direkt los. Schauen wir uns erstmal den Vorherzustand an und dann polieren wir mal ein Stück. Los geht's. Und ihr seht schon, die Leisten hier in so einem Lichttunnel geben uns eigentlich gar nicht so richtig die Wahrheit über den Kratzerzustand des Fahrzeuges. Deswegen schalten wir jetzt mal das Licht um. Ich lasse es mal für euch direkt im Bild und schalte jetzt mal auf meine Spotlampen um und hoffe, dass die Kamera das mitnimmt. Einmal dunkel, zack und einmal hell. Jetzt stellt sie sich ein und ich komme mal wieder zu euch vor. Und selbst da wird es für die Defektkorrektur, für die Begutachtung schon gar nicht so einfach. Ich komme mal hin an die Kamera und schaue mal gemeinsam mit euch, ob man hier irgendwas erkennen kann. Ich nehme euch mal hier raus und wir fliegen mal gemeinsam über die Oberfläche drüber. Was wir hier sehen, sind einzelne, feine, kreisrunde Kratzer. Aber schaut mal, wie schwierig das ist, das auf einer weißen Oberfläche zu zeigen. Jetzt nehmen wir uns mal eine Detailing-Lampe dazu und gehen jetzt nochmal auf die Oberfläche drauf. Und selbst da, seht ihr das? Wir haben ganz viele kleine Punkte drauf, die wirklich sehr, sehr stark hier auf der Oberfläche vertreten sind. Aber so richtig die Mega-Kratzer sind hier am Ende gar nicht drauf gekommen. Man kann sie extrem schwer erkennen. Ich hoffe, dass es nur ansatzweise rüberkommt, weil auf diese Oberfläche lässt sich das ganz schwer auch zeigen. Ich gehe mal ein bisschen mit der Helligkeit runter, ein Stück näher ran. Wir gehen mal hier auf die hellste Stufe nochmal. Man kann aber ein bisschen so die Defekte erkennen. Und jetzt gehen wir mal auf eine andere Lichtfarbe. Und da seht ihr schon hier, da kommen auch so ein paar feine Kratzer mit durch. Jetzt kann man sogar besser erkennen. Hier sieht man sogar kleine eingefressene Vogelkotreste. Ich hoffe, dass das auf der Kamera überhaupt rüberkommt. Aber es ist wirklich so schwer, erstmal auf die Kamera zu bekommen. Hier oben haben wir ein paar Kratzer drin. Hier sieht man es. Seht ihr diese kreisrunden Swirls, die hier drauf sind? Ich hoffe, die Kamera fängt es ein. Ich kann es selbst auf meinem kleinen Kamerabildschirm schon kaum erkennen. Live natürlich sieht man es super. Aber insgesamt ist es halt wirklich super, super schwer, mit der Kamera einzufangen.
Und da könnt ihr einfach selber entscheiden, wie weit ihr an eurem Fahrzeug einfach gehen wollt, auch bei so einem weißen Fahrzeug. Ich bin der Meinung, auch ein weißes Fahrzeug gehört einfach vernünftig poliert. Das ist nicht nur gut für eine Lackversiegelung, das ist auch für die Optik cool. Wenn die Sonne mal drauf scheint, in einem bestimmten Winkel sieht man das. Aber weiß gehört einfach zu den Farbvarianten, die halt super, super alles verzeihen. Also Steinschläge sieht man erst nur, wenn sie richtig aufs Blech geknallt sind, also richtig das Blech freilegen, nicht die Grundierung. Kratzer sieht man ultra schwer. Wenn ihr eine Fahrzeugfarbe haben wollt, wo ihr immer, eigentlich gefühlt jeden Tag was machen könnt, holt euch ein schwarzes Fahrzeug oder ein sehr kontrastreiches dunkles Blau, dunkles Grün, da habt ihr immer Arbeit. Bei so einem Fahrzeug ist wirklich nur das Reinigen, das Sauberhalten das A und O, weil selbst die kleinen Kalkflecken, die hier drauf sind, die kann man so schwer erkennen. Aber ein richtiger Detailing-Enthusiast poliert auch hier ein weißes Auto. Und deswegen jetzt genau aufpassen. Poliermaschine schnappen. Wenn ihr da Hilfe braucht, gern mich hier kontaktieren. Ich blende euch die WhatsApp-Nummer jetzt unter dem Video ein. Danach werdet ihr, wenn ihr mich fragt, durchaus auch ein Swisser Polierpad kaufen, weil ich einfach mit den Pads ultra zufrieden bin. Ich nutze im Moment nur die Thermopads. Ich bin von den anderen Schäumen erstmal komplett weg, weil ich mit denen super lange arbeiten kann. Ich nutze die in allen Einzelworkshops, die hier da sind bei mir. Ich nutze das bei allen Gruppenworkshops. Die Pads sind bei mir aktuell immer im Einsatz. Werden auch ständig sauber gemacht, sind wieder nass, wieder voll mit Politur. Also die Pads haben bei mir überhaupt keine Ruhe. Ich habe schon wieder viele nachbestellt, weil ich einfach noch mehr zur Auswahl brauche. Und im Prinzip machen wir jetzt eine Art Testspot-Methode. Das heißt, wir wollen erstmal rausfinden, was braucht das Auto denn? Was braucht der Lack? Wie viel nehme ich schon mit einer guten, vernünftigen Cut-Leistung weg? Und deswegen nehmen wir die Exmil 406. Denn die hat den Vorteil, dass sie mit dem Cut 4 von 6 ja schon wirklich einen vernünftigen Cut mit sich bringt. Wir haben von Swisser das blaue Thermopad, was ja im mittleren Bereich angesiedelt ist. Trotzdem schafft die Kombination auch den 6 von 6 Glanz zu erzeugen. Das heißt, ihr habt den maximalen Glanz, ihr habt keine Schleifspuren, ihr habt keine Hologramme oder was auch immer. Ich gebe euch gleich auch nochmal einen Hinweis, Leute, ich habe hier ein 75er Pad drauf. Das ist nur drauf, weil es noch vom letzten Workshop von vor, ich glaube, 2 Tagen noch mit montiert war. Ihr könnt natürlich logischerweise bei so einer Oberfläche auch 125er Teller nehmen, ganz klar. Aber hier für den kleinen Teilbereich nehme ich mal den 75er, wäre aber mit 125 klar schneller. Setzt hier die Poliermaschine auf. Ihr könnt euch das hier auf den Lack drücken, wie ihr wollt. Da gibt es verschiedene Techniken. Ich setze das hier einfach oben auf, gehe auf Stufe 2. Da läuft die Maschine eigentlich am ruhigsten und verteile es erstmal ganz fix. Ich mache hier mit Absicht mal keinen Schnitt rein, weil ihr genau sehen sollt, wie ich da hier vorgehe. Ihr habt gesehen, ich habe gleich gestartet, links, rechts, schön gleichmäßig verteilt. Im Licht, das ist das Schöne, wenn man Deckenlicht hat, seht ihr sofort, okay, die Bahnen sind schön gleichmäßig verteilt. Und das ist nächster Punkt bei Weiß. Alles lässt sich schwerer erkennen. Die Politur lässt sich ein bisschen schwerer erkennen, die hier drauf ist. Habe ich richtig verteilt. Auch wenn ihr eine Versiegelung drauf macht, habe ich das schön überlappend aufgetragen. Das sehen wir dann bei Polymanage gleich im Anschluss. Hat das alles so gut geklappt? Weiß ist halt, ja, so eine Farbe, da muss man vorher überlegen und vielleicht sich ein paar Videos dazu anschauen, hier auch jetzt das hier mal, damit ihr so ein bisschen auch die Vor- und Nachteile von Weiß erkennt. So, und das ist jetzt in vierfacher Geschwindigkeit natürlich, ich hätte am Anfang gleich ein 125er Pad nehmen sollen, aber wenn ihr nochmal ein genaues Tutorial wollt zum Thema Polieren, habe ich ganz viele Videos für euch hochgeladen und da könnt ihr euch nochmal genau informieren, was auch die Geschwindigkeit angeht und worauf man achten sollte. Wichtig natürlich, leichte Temperatur in die Oberfläche reinbringen, nicht zu heiß und dann schön gleichmäßig etwas Druck ausüben, damit das Polierpad wirklich effektiv arbeiten kann. So Stufe 5 habe ich hier genutzt und dann einfach schöne Kreuzbahn ziehen. Und dann macht er mal nach 2 Kreuzbahnen einfach einen Zwischenstand, poliert mal kurz aus, schaut und wenn es noch nicht geklappt hat, macht er noch gern 1-2 Kreuzbahnen mehr und beurteilt somit das Ergebnis. Schauen wir uns das hier mal an. Ich leuchte noch mal kurz drauf, weil ich will euch zeigen, wie die Politur hier drauf verteilt ist. Ich hoffe, das lässt sich hier im Licht noch gut erkennen. Das ist halt echt so bei Weiß. Immer der schwierigste Punkt. Und jetzt nehme ich mir einfach ein Tuch. Ich nutze halt gerne die 500 GSM Tücher. Ihr könnt auch 350 nehmen. Mit denen lässt sich das auch super auspolieren. Einfach mal austesten, was euch da passt. So, und ich kann jetzt hier halt über mein Deckenlicht schon sehr, sehr schön sehen, wie die Politur gearbeitet hat. Und ich glaube, Citroën hat nicht den härtesten Lack. Das merkt man einfach daran, weil mich auch manchmal die Leute fragen, Sebastian, was meinst du jetzt mit harten und weichen Lack? Also es gibt Lacke, die lassen sich halt auch mit geringsten Schleifanteil oder beziehungsweise Cutanteil schon sehr schön klar polieren. Und ich glaube, das ist bei dem Lack hier auch der Fall. Der lässt sich sehr schön easy machen. Bedeutet einfach, dass ihr halt nicht so scharfe Geschütze auffahren müsst, um hier ein schön klares Bild zu erzeugen. So, und damit ist das
traumhaft auspoliert. So, jetzt gucken wir nochmal hier gemeinsam. Also hier sieht man das schön an den Lampen. Ich hoffe, dass das hier und hier drüben sichtbar wird. Auf meinem kleinen Bildschirm echt schwer zu sehen, aber ich glaube dann auf eurem PC oder Fernseher sollte das gut erkennbar sein. Schaut solche Videos, wenn es um Lackkontrolle geht, bitte nicht immer auf dem Handy oder so. Könnt ihr natürlich gern machen, aber das ist natürlich das Schwierigste vom Erkennen her. So, und jetzt ziehen wir das Klebeband mal ab. So, und schauen uns mal den Unterschied an. Hier nochmal mein Tuch, poliere nochmal die Kante aus. Also hier, das ist eine Kombo. Ich sag's nochmal, das ist meine absolute Lieblingskombination, Leute. Meine Testspots mache ich alle mit der 0406 und dem blauen Swisserpad. Ich versuche mal so ein bisschen hier hin und her zu bewegen. Und ich hoffe, dass man den Unterschied jetzt gut sehen kann. Also hier vor allen Dingen in dem Bereich. Super klar, also absolut schneeweiß. Ich hoffe, dass das hier dann auch auf dem Bild rüberkommt, aber ich glaube, ja, die Kamera fängt es ein. Super toll zu erkennen. Wir nehmen auch nochmal die Lampe dazu. So, hier haben wir jetzt die polierte Seite und da sehen wir deutlich den Unterschied. Ich bewege auch mal das etwas hin und her, damit ihr diesen Übergang gut sehen könnt. Also ihr seht schon hier, das gibt einen gravierenden Unterschied jetzt. Guckt mal. Hier. Und absolut klar, super, super Glanz jetzt wieder. Überhaupt nichts mehr milchig und so sieht das perfekt aus. Und das mit der Kombination, das war ja im Prinzip jetzt One-Step, ne? Weil auch viele fragen, ja Sebastian, ich suche eine One-Step-Politur. Leute, One-Step ist auch so ein Ding, habe ich euch auch schon Videos dazu gemacht. Leute, das ist ja jetzt im Prinzip hier One-Step gewesen, alles in einem Schritt. Und der Cut und der Glanz haben super ausgereicht. Hier, guckt mal an, das ist wirklich selbst auf Weiß absolut top zu erkennen. Hier, guckt mal, Wahnsinn. Das ist ein riesen Unterschied. So soll das sein. Endraum. Jetzt können wir uns kurz zurückerinnern. Was habe ich am Anfang gesagt? Es ist nicht so einfach zu sehen, aber ich glaube, der Unterschied ist am Ende mit dem richtigen Licht, mit dem richtigen Equipment doch deutlich zu sehen. Aber nochmal, ihr müsst es selber entscheiden. Ihr müsst entscheiden, lohnt sich das bei meinem Fahrzeug? Lohnt sich der Aufwand? Lohnt sich auch, dass die Kosten auszugeben, das zu lernen, das Polieren? Natürlich für die Defektkorrektur, ja, man sieht es, aber ihr müsst selber entscheiden, ob das für euch wirklich nötig ist. Weil bei Weiß ist das echt so ein krasser Spezialfall. Deswegen bin ich froh, dass ich das Auto in dem Punkt auch hier da habe und das einfach mal ansprechen kann. Ich natürlich würde das trotzdem immer polieren, auch wenn es weiß ist, auch wenn es ein Uni-Weiß ist, weil man sieht doch deutlich einen Unterschied. Und auch für den Kopf, also für meinen Kopf ist es auf jeden Fall so ein Punkt, wo ich sage, das würde mich ärgern, wenn du hier so viel Zeit reinsteckst, das Equipment so oder so da hast, das Können da ist und du machst es nicht. Also das Fahrzeug werde ich heute noch den ganzen Tag hier fertig polieren. Das war mal für euch nur die Demonstration. Und dann sehen wir uns sozusagen nach der Pulli-Aktion wieder. Und dann werden wir mal den Teilbereich hier mit dem Pulli-Managefield versiegeln. Und das machen wir jetzt für euch genau jetzt. Ja, und wenn ihr das alles komplett abgeschlossen habt, dann ist die Oberfläche perfekt vorbereitet. Entfettet habt ihr ja auch nochmal, denke ich, beim Politur-Rückstand runternehmen. Nehmt euch hier einen passenden Applikator. Ihr könnt auch gerne den nutzen, der hier nochmal so eine Schicht eingenäht hat. Ich verlinke euch den unten nochmal von Chemical Works. Da habt ihr deutlich geringeren Produktverbrauch. Aber ich teste es heute mal mit so einem hier, mit einer Lasche dran. Natürlich trotzdem immer Handschuhe aufsetzen. Und dann sprühen wir uns einfach mal ein bisschen was vom Produkt hier auf den Applikator. Wichtig ist, sprüht jetzt hier nicht auf der Oberfläche direkt drauf, dass ihr euch das hier alles vollnebelt, sondern macht das neben dem Fahrzeug. Einfach so ein paar Sekunden hier drauf. Und dann zieht ihr euch das hier einmal komplett über die Oberfläche. Bei dem Fahrzeug kann man schön Hälfte-Hälfte machen. Erstmal die Außenseite und jetzt gehe ich immer weiter nach innen. Schön langsam machen, weil ihr seht auf Weiß halt einfach nicht so gut diese Bahnen, die ihr zieht. Deswegen einfach etwas konzentrieren. Schön langsam machen, schön überlappend arbeiten. Und dann nochmal quer. Immer weiter leicht nach unten gehen. Wenn ihr ein gutes Deckenlicht habt, geht das auch. Ich ändere meine Längsrichtung und dann, wenn ich das erledigt habe, bin am Rand angekommen, dann nehme ich nochmal die Highspots weg, weil das sind immer die Sachen, die man sich so aufschiebt an Menge. Fertig. Lass mal nur ein paar Sekunden ablüften und bei der Haube kann man das einfach schön in Ruhe machen, weil hier die Sekunden, die das Polymanagement jetzt hier drauf ist, die nutze ich hier einfach auf der anderen Seite, um das gleichmäßig zu verteilen. Jetzt mal in meiner normalen Geschwindigkeit, wie ich das normal auftrage. Da seht ihr auch, es geht nochmal einen Tick schneller. Quer. Schön gleichmäßig. Es geht mit diesem Pad unheimlich gut, muss ich sagen. Sehr, sehr cool. Aber jetzt haben wir uns natürlich die Highspots gleich
an der Seite aufgeschoben. Jetzt schieben wir sie uns oben und unten auf. Das ist praktisch wie, als würdet ihr Schnee schieben. Und am Ende, immer wenn ihr anhaltet und zurückgeht, schiebt ihr euch praktisch so einen kleinen Berg auf. Das nennt man so ein bisschen Highspot. Ein Punkt, der sehr hoch ist von der Schichtdicke. Das wollen wir natürlich nicht. Das ist bei Keramik noch schlimmer. Da müsst ihr noch mehr aufpassen. Und jetzt, um die einfach wieder wegzuräumen, so einfach erklärt man es jetzt einfach mal, gehe ich den Rand nochmal ab und fertig. Jetzt sieht man schön diese Bereiche. Doch, man sieht schön hier diese Querlinien. Jetzt gehe ich erstmal auf die Seite hier rüber und poliere das Ganze einfach aus. Kreisende Bewegung. Schön gleichmäßig bis zur Hälfte. Ihr könnt auch erstmal den groben Überschuss runter machen. Und jetzt tue einfach Flip, Rückseite und fertig. Absolut top klar, schöner Glanz. Ich zeige das auch nochmal ganz fix. Hier haben wir das noch aufgetragen und da, zack, absolut klar. Wunderbar, also Polymer Shield wirklich und da wieder zack, die Schlieren. Wirklich super entspannt im Auftrag, wenn man ein bisschen Übung auch hat. Aber wie bei allem im Leben, manches muss man halt auch ein-, zweimal falsch machen, damit es beim dritten Mal klappt. Erstmal die groben Überschuss. Und da gibt es auch wieder Techniken. Die einen sagen nach 30 Sekunden, die anderen sagen nach einer Minute. Es ist so ein bisschen eine Erfahrungssache, wartet aber keine 10, 15 Minuten. Das ist ein bisschen zu viel. Ich würde euch den Tipp geben, wirklich so 30 Sekunden, ja, vielleicht eine Minute höchstens, aber das müsst ihr ausprobieren. Es kommt auch auf die Bedingungen an. Wie viel Luftfeuchtigkeit, wie viel Grad. Ich habe jetzt ungefähr 65% Luftfeuchtigkeit und 23,6 Grad hier drin. Aber das muss jetzt bei euch auch nicht genauso 100% klappen. So, fertig. Perfekt. Haube fertig. Rest macht er genauso. Lass ich jetzt noch ein bisschen aushärten. Praktisch wieder 24 Stunden, damit es in Ruhe abhärten kann. Und ja, sieht richtig, richtig schick aus. Also so muss es sein. Schönes, klares Bild. So, Fahrzeug jetzt vollständig versiegelt und wir testen es mal kurz hier auf der Motorhaube aus, wie das Abhärverhalten hier ausschaut vom Polymer Netzschild. Und ich glaube, das passt. Und das ist halt das Schöne beim Polymer Netzschild. Du trägst es halt auf. Ist eigentlich auch kein Riesenproblem. Du hast wirklich ein absolut tolles Abhärverhalten, richtig schöne Tropfenbildung. Auch wenn hier ein bisschen Staub drauf ist, erstmal runterspülen und dann haben wir auch richtig schönes Beading und Sheeting. Und so muss es sein. Und ja, das ist halt so das Finale. Fahrzeug ist jetzt versiegelt. Ich hoffe, die Videoreihe hat euch Spaß gemacht. Wir werden das Fahrzeug bestimmt in Zukunft auch nochmal wiedersehen. Und damit, wenn Fragen sind zu allen möglichen Themen, einfach unten in die Kommentare rein. Hier nochmal das Thema weißer Fahrzeuglack und ich muss sagen am Ende, es lohnt sich immer, auch wenn man es halt optisch nicht so extrem sieht, aber auch ein weißes Fahrzeug möchte gern einen schönen Schutz und vorher auf jeden Fall auch poliert werden. Bis dahin Leute, haut rein, euer Sebastian, ciao.